So, heute haben wir Großes vor. Heute ist immer heute. Wir werden nämlich heute einmal die Welt entzaubern. Deine Vorstellungen von Welt, wenn wir vollkommen entzaubernd aufbauend auf 100% sicheren Fakten. Ich sage auch hier wieder vorneweg, ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Das ist der elementare Unterschied, den man zuerst verstehen muss, was Holofeeling unterscheidet von allen Lehren. Holofeeling weist immer wieder darauf hin, dass egal wer in dir auftaucht, welche Art von Information, egal was irgendein Mensch behauptet, der in dir in Erscheinung tritt, dass das, was der behauptet, stimmt. Und jetzt kommt der große Widerspruch. Es ist eine komplette Verwandlung von dir selbst. Das heißt, bis dato bist du hundertprozentig davon ausgegangen, achte genau auf meine Worte, du bist aus dir herausgegangen, wenn du dich selbst ausdenkst, dass du dieser Gedanke bist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du bist nicht dieser Gedanke, sondern du bist der Geist, der sich diesen Gedanken denkt. In dem Moment, wo du an dich denkst, hast du eine Information, das ist in der Regel dein aktueller Körper. Du kannst dir natürlich auch jetzt andere Körper denken, jüngere Körper denken und ältere Körper denken. Aber egal an was du denkst, jeder Gedanke, den du denkst, wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Was an dem, der sich das denkt und anschaut, überhaupt nichts verändert. Das ist so simpel und leicht zu erkennen, aber nur für einen Geist. Und da müssen wir jetzt machen, was ist Geist? Das Wort Geist ist jetzt erst einmal wieder eine Information von dir. Es ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob du jetzt einfach nur, wenn ich jetzt auch da sitzt, war jetzt was da gesessen, in dem Moment, wo du mir aufmerksam zugehört hast, war auch kein Körper da, der jetzt da ist, weil wir von dem Körper sprechen. Und ich bin so genau darauf eingegangen, wie du jetzt die Illusion in dir erzeugst, wenn du dir jetzt die Frage stellst, war jetzt eigentlich mein Körper, hat er die letzten Stunden existiert? Existere heißt heraustreten aus. Aus was treten deine Informationen eigentlich heraus? Dann denkst du jetzt, ich sage mal in den letzten 5 Minuten, aber an was denkst du dann eigentlich? Zuerst einmal, ich denke jetzt an die letzten 5 Minuten. Das sind einfach nur Worte, die du dir denkst. Aber was denkst du dann als Ding an sich? Und ich sage mal, du denkst einfach eine Tabula rasa, die du vor dir aufspannst, eine Tabula rasa, einfach ein Nichts, dass du die letzten 5 Minuten nennst und in dem Moment, wo du dich fragst, hat jetzt eigentlich die ganze Zeit mein Körper existiert, legst du diesen Gedanken, mein Körper, über diese letzten 5 Minuten, die eigentlich nur eine Tabula rasa sind, die du jetzt in diesem Moment beschreibst. Das ist eine absolut präzise Beschreibung, die hundertprozentig sicher ist. Das ist aber schon wieder weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Das ist einmal der Grundansatz. Und jetzt weise ich nochmal darauf hin, ich werde sehr, sehr komplex und ich versuche das extrem einfach zu halten. Weil ich jetzt, was ich immer sage, was ich darauf hinweise, wenn du Holofeeling verstanden hast, dass egal was in dir auftaucht, es ist wichtig. Es ist ein kleines Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Das heißt, bei Holofeeling wird nichts, absolut nichts verändert. Es wird nicht versucht, irgendeine Information zu verändern. Es wird nicht versucht, irgendeine Information zu vernichten. Deine Informationen, ich nenne es immer deine Gedankenwellen, vernichten sich ja schon von selbst mit dem nächsten Gedanken. Aber das ist eigentlich kein Vernichten, sondern sie kehren eigentlich bloß wieder zurück, wo sie herkommen. Die schöne Symbolik liegt in unseren Träumen im Geist. Das ist eine Metapher, wobei ich immer wieder sage, du musst das klar sein, was ein träumender Geist ist. Der ist nicht irgendein Gedanke von dir, sondern das ist der, der denkt und sich die Gedanken anschaut, rot gelesen. Und jetzt werde ich ganz genau erklären, was dieses Rot und das Blau bedeutet, das du in den höheren Schriften von Holofeeling finden wirst. Das Rote steht symbolisch, das hebräische Wort Rot schreibt sich übrigens Adam, ich spreche jetzt, die Juden sprechen Hebräer, sprechen das anders aus, aber da steht A-G-M. Also Aleph, Dalet, Mem. Dieses Wort heißt auch Rot. Das ist der Adam. Das ist das Gotteskind. Ein Gotteskind ist ein Geist und Geist als Ding an sich kann nicht existieren, weil alles Existierende, das aus dir heraustritt, das ist, nennen wir Evolution, ex folvere herausrollen, wird mit einer Revolution, mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört, weil ein neuer Gedanke auftaucht. Ein ganz simples Prinzip. Das Rot gelesen ist etwas, was als Ding an sich
nicht existieren kann, weil es ewig ist. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Das heißt, es ist jegliche Art, wo dein Intellekt dir jetzt aufzwingt, dein Ego, dass du zerstört werden könntest. Du als Ding an sich kannst nicht zerstört werden. Vielleicht schauen wir uns dann den Leibniz an, du bist eine Monade, ich nenne das einfach immer Geistesfug. Ein absolutes Nichts, das ewig ist. Das ist eine ständig wechselnde Information, die im Hier und Jetzt wechseln, anschaut, erleben darf. Das ist rot, symbolisiert etwas Nicht-Existierendes, weil es ewig ist. Dieses Rote hat die Eigenart, dass genau dieses Rote, das ist, was, ich sage jetzt einfach mal, den Traum erlebt. Empfinden, was wahrnehmen und was erschaffen kann bloß das Rote. Es entspringt aus dem nicht existierenden Roten irgendeine Gedankenwelle. Das Rote ist das, was im Meer ist. Das ist El Hayom, Gott das Meer. Wir müssen immer uns was vorstellen, selbst immer, wenn ich darauf hinweise, das sind so simple Sachen. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du an das Wort nichts. Das aber nicht nichts ist, das rot gelesen, weist auf was hin, was nicht gedacht werden kann. Dasselbe gilt, und was denkst du, wenn du an alles denkst? Du denkst das Wort alles, du kannst wissen, was alles bedeutet, du kannst wissen, was nichts bedeutet, und du kannst wissen, was Geist bedeutet. Und ich setze auch Licht, immer rot. Das sind Sachen, die nicht existieren können, weil sie ewig sind. Und das ist das Rote, dieses Nicht-Existierende ist der Geist, der eigentlich alles erlebt und alles erschafft und aus dem alles entspringt. Ich sage einfach, das ist der Urknall, physikalisch gesehen, bevor er geknallt hat. Rot ist nicht denkbar, ist aber in der Lage, das, was gedacht wird, was in Erscheinung tritt, was zu existieren beginnt, in einem ständigen Wechsel zu erleben. Empfinden und erleben kann nur Geist, sprich das Rote. Jetzt kommen wir zum Blauen. Das Blaue ist alles, was wahrgenommen werden kann, alles, was existiert, symbolisieren wir mit der Farbe Blau. Ja. Du wirst merken, in einer Tiefe im Holofeeling, darum ist auch hier das Rot. Das Wort heißt auch Adam, das ist das Gotteskind, das träumt. Und das, was du träumst, ist das Blaue. Das Blau wiederum im Hebräischen schreibt sich Kaf Chol, das heißt auch das Weltliche. Das ist wie das Weltliche genau übersetzt, wenn man Kaf als Vorsilbe lesen. Das W-E-L-D auf Hebräisch heißt Brandopfer, ein polarer Rand, den du von dieser BR hast das Äußere, ein polarer Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Ich habe von vornherein gesagt, mir liegen jetzt aber mehr los, wenn du keine Grundlagen hast. Ich bringe später noch einfachere Beispiele. Hör einfach zu. Es ist, was soll ich jetzt sagen, überlebenswichtig, dass du das verstehst? Darf ich eins ergänzen zu dem Blauen, was du mir so schön erklärt hast? Und zwar in dem Blauen, so wie ich es verstanden habe, werden halt die Gefühle, die Emotionen, das wird dort erzeugt, aber wahrgenommen wird es von dem Roten. Genau so ist es. Darum habe ich gesagt, das Blaue selber, alles, was in dir existiert, das ist eine Palette von einer schweren, ich sage einmal, materiell wahrgenommenen sinnlichen Wahrnehmung bis hin zu feinsten Gefühlen, einer Emotion, ein Hauch von Hunger, ein Gefühl von Emotion, wo du da sitzt und sagst, ich fühle mich heute einfach so. Man kann es gar nicht beschreiben, da ist du hast ein Gefühl. Und dieses Gefühl, ich sage immer, das Fühlen ist, da steckt das Wort Wühlen mit drin. Du willst in dir Informationen auf Existenzen, die einem ständigen Wechsel unterliegen. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, das ist hundertprozentig sicher. Wir werden jetzt das entzaubern, wir haben jetzt das Rote und das Blaue. Und wenn wir die zwei aufeinander legen, kriegen wir in der Farbspektrum, was alles extrem wichtig ist, Holofeeling verknüpft Physik, Religionen und Sprachen der Welt zu einer einzigen arithmetischen Einheit. Das heißt, ich kann es dir nur ans Herz legen, unabhängig von deiner intellektuellen oder geistigen Reife. Holofeeling beweist mit 100%iger Sicherheit, dass du das, was du jetzt erlebst, eine Matrix im klassischen Sinn, eine Traumwelt ist, ein Computerprogramm ist. Es baut auf ein streng arithmetischen Programm auf, was du erlebst. Und dieses Programm ist erst einmal in einem Teilbereich dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Der wiederum braucht aber ein Betriebssystem. Es ist diese Computermetapher, die sehr, sehr wichtig ist. Ich rede immer von symbolischen Bildern. Das heißt,
eine gewisse Menge von Programmen sind nur mit einem bestimmten Betriebssystem funktionsfähig. Das ist in dieser Transversalen, gibt es natürlich auch verschiedene Betriebssysteme. Wenn wir jetzt noch tiefer reingehen, ich mache immer Vereinfachungen von Vereinfachungen, musst du wissen, dass die Betriebssysteme, die du auf einem Computer aufstellst, wir nehmen jetzt einfach mal einen Computer, du kannst jetzt auf einem Computer immer nicht ja, aber sagen, sondern zuhören. Ich will dir was erklären. Du kannst auf einem Computer zum Beispiel Windows laufen oder Apple laufen. Das Apple-Betriebssystem. Apple hat sich ja komplett abgeschottet jetzt in deiner ausgedachten Welt. Die wollten ja nur Apple. Wenn du Apple hast, musst du Apple nehmen. Und die sind irgendwann einmal so weit gewesen, dass es dann doch, es funktioniert nicht, weil Windows so übermächtig geworden ist. Und dann irgendwann einmal gewissen Zeitpunkt, den wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, konnte man dann wahlweise auf dem Computer, aber auch auf dem Apple-Computer Windows laufen lassen. Weil sie festgestellt haben, sie können diese Grenze auf Dauer nicht aufrechterhalten. Dass man Apple-Benutzer benutzt, dass er nur Apple benutzt, was aber immer noch extrem angestrebt wird. Das ist schon wieder diese Trennung, dieser absolute Egoismus zwischen richtig und verkehrt oder besser und schlechter. Das heißt, ich kann jetzt an einem Computer, im klassischen Sinn, wenn es ein uralter Computer ist, ich kann Windows als Betriebssystem aufspielen, ich kann Apple auf Betriebssystem aufspielen, ich kann Linux aufspielen, es gibt auch noch andere. Also muss es noch eine tiefere Ebene geben, das nenne ich jetzt einfach mal BIOS. Das ist das lebendige Bewusstsein. Das heißt, es muss jetzt erst einmal in der ganz abstrakt ausgedachten Architektur dieser Chips, die wir uns jetzt ausdenken, das ist alles blau. Das heißt, diese Worte lösen jetzt Vorstellungen aus, muss erst einmal ein ganz rudimentäres Grundprogramm drauf sein, das überhaupt möglich ist, den Computer mit dem Betriebssystem zu programmieren. Ich war jetzt aber schon wieder zu genau, wir wollen das sehr, sehr einfach halten. Wir waren beim Violetten. Kann man auch Purpur nehmen. Interessant ist, wenn wir jetzt in das Farbenspiel reingehen, das heißt dazu, was die Physik angeblich glaubt, wie Farben entstehen. Gleich von vornherein, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Farbsysteme, da geht schon wieder los. Dein jetziger Intellekt baut auf einen dogmatischen Wissen auf, das ist, ich nenne es jetzt einfach mal auf den naturwissenschaftlichen Wissen, das man dir in Elternhaus und Schule beigebracht hat, in Bezug auf den Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Was mit Hodo Feeling passiert, das Stille stehen wird, die Zeit, es wird keine chronologische Zeit mehr existieren, sondern bloß noch eine transversale Zeit. Eine Zeit in einem ständigen Wechsel des Hier und Jetzt. Schau, jetzt kommt da nochmal, schleicht sich da nochmal wer mit ein. Den schalten wir jetzt einfach dazu, einfach zuhören. Das heißt also, dieses Spiel des ständigen Wechsels im Hier und Jetzt, das passiert, wenn du anfängst, mit Lichtgeschwindigkeit zu denken. Das Violette ist in unserem Beispiel schlichtweg und einfach die Programmstruktur. Unter Programm meine ich jetzt den Überbegriff, nicht nur das persönliche intellektuelle Programm, das du zum Denken benutzt, sondern auch das dazugehörige Betriebssystem, das du zum Denken benutzt. Es wird sich alles verknüpfen in deinen Kopf zu einer großen Einheit, zu einem großen Heureka, wenn du diese Einzelteile jetzt hast, einfach mal aufnimmst. Ich weiß, seit 20 Jahren, die ich mir jetzt denke, ein Zeitfenster darauf hin, dass das ganze Wissen deiner Menschheit, das du dir jetzt einfach als eine große Kollektion denkst, das ganze Wissen deiner Menschheit ist alles Wissen, was du der Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, zusprichst. Und ich meine nicht nur das Wissen der aktuellen Menschheit, sondern du kannst dir auch eine Menschheit des 15. oder des 15. Jahrhunderts ausdenken, eine Menschheit ausdenken 2000, 4000 Jahre vor Christus. Wer hat die Pyramiden gebaut? Da müssen ja irgendwelche Bauleute da gewesen sein, sagt dir deine Logik. Und ich sage immer, du wirst merken, das sind alles Druckschüsse. Es sind zuerst einmal alles nur Gedanken, die du jetzt denkst. Im Anfang war der Gedanke. Und der Gedanke wiederum wird durch Interpretation, wenn er in dir auftaucht, wird zu einer Vorstellung. Du stellst es vor dich hin und ich sage, alles, was du jetzt denkst, verstreust du vollkommen unbewusst um dich herum in Raum und Zeit. Wir sind beim Violetten, wir stellen jetzt fest, das Rote ist der Geist, der das, was er selber denkt, erlebt. Ich nenne das nochmal ganz einfach einen träumenden Geist oder einen Computer, der letztendlich nur das ist jetzt sehr hart, weil das ist ja ein materieller Gedanke. Ein Computer ist einfach nur ein Ding, das du dir ausdenkst aus Materie, aber dein Gehirn ist nichts anderes. Das heißt, du bist roter Geist und es ist kein Unterschied, ob du jetzt an einen Computer denkst. Ich sage was, Computer ist ja nur ein Geräusch.
Du machst jetzt eine Vorstellung draus. Beschreib mir mal, was ist ein Computer? Und dann wirst du sagen, ja, das ist eine Kiste, da ist eine Tastatur, da ist ein Monitor, da sind Lautsprecher, da ist innen ein Computerchip. Dann brauchen wir natürlich ein Betriebssystem mit einem Programm und die Ausgabegeräte, Monitor und Lautsprecher. Gut, an was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? Zuerst einmal einen Trockennasenaffen. Was ist das? Das ist ein Gehäuse, das nennst du Körper, da ist ein Chip drin, ein Computerchip, das nennst du Gehirn, dann ist ein gewisser Intellekt drin, das ist das Violette. Und dann sind Ausgabegeräte, das nehmen wir jetzt einfach mal Augen und Mund. Kann man Mikrofon dann noch machen, das sind alles ausgedachte Sachen. Das ist ein Mikrofon, ob ich das Mikrofon nenne oder ob ich das Ohr nenne, ob ich das Lautsprecher oder ob ich das Mund nenne. Ich benutze andere Worte für selbe, letztendlich jetzt wirklich für dasselbe, wenn man das symbolisch versteht. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber ein Gehäuse und ein Körper ist ein Gehäuse. In dem Gehäuse vom Computer sind elektronische Bauteile und Chips drin und in dem Körper von dem Menschen ist ein Gehirn drin und ein Herz und eine Lunge und all das ganze Zeug, was du dir reindenkst. Es ist hier und jetzt das da für dich, was du denkst. Ich variiere diese einfache Erkenntnis in tausenden von Selbstgesprächen. Und die muss irgendwann einmal abgehakt sein. Aber wir wollen jetzt den großen Trick, ich zeige dir den großen Trick mit wunderschönen Beispielen, kindgerechten Beispielen. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit, weil man sagt, so einfach kann es ja gar nicht sein. Doch, da baut jetzt nämlich ein Phänomen auf, dass wenn ich dich auf was hinweise, das nenne ich die Quantensprünge, dass du vollkommen blind bist, das Wesentliche zu erkennen. Aber wenn ich jetzt dir das einspiele, funktioniert es nur ein allereinziges Mal. In dem Moment, wo du das ein allereinziges Mal durchschaut hast, das ist wie mit Zaubertricks, funktionieren die nicht mehr, weil du gleich im Hintergrund weißt, wie es funktioniert. Mein Beispiel aller Beispiele ist dieser einfache Satz, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und du musst dir eingestehen, wenn du das probierst, jetzt einmal in deinem Traum auf der Bröselebene, wie ich das nenne, wenn man, sprich Geist, das zum ersten Mal hört, ist die erste spontane Reaktion, das geht nicht. Und ich habe das so oft wiederholt, bis man dann die Lösung hat. Ich sage immer, all deine Probleme, deine persönlichen Probleme und die Probleme der Welt, die du dir ausdenkst. Das ist aktuell, jetzt wenn ich schon aktuell sage, hängt davon ab, wenn du das Video anschaust. Aktuell ist alles, was jetzt da ist. Alles, was in dir auftaucht, kann immer nur jetzt auftauchen. Die größte Falle ist unbewusstes chronologisches Denken. Wir schauen uns das etwas genauer dann noch an. Ist es so, dass die Probleme deiner Menschheit ist zum Beispiel Umweltverschmutzung, CO2, den Lebensraum macht man sich ja kaputt, Corona, das ist jetzt aktuell. All deine persönlichen Probleme und die Probleme der Menschheit lassen sich wirklich so extrem einfach lösen. Wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Wenn du es nicht weißt, sagst du unmöglich und dann zerdenkst du dich und dann probierst du rum und machst und gehst von einer Sackgasse in die nächste. Bis ich OB dir die Lösung zeige und dann zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht, sagt Udo immer. Weil du sagst, boah, bin ich neben mir gestanden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das hat auch wieder zwei Seiten, da habe ich doch darauf hingewiesen. Du musst neben dir stehen und dich selber beobachten, dass du merkst, was du eigentlich mit dem momentanen Intellekt, den du zum Denken benutzt, was du für ein dogmatischer Vollpfosten bist. Ein rein programmierter Mechanismus, der neben seiner Logik keine andere Logik gelten lässt. Das ist mein Tassenbeispiel. Jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, jedes Denksystem, jeder Glaube ist extrem unvollkommen. Und das Einzige, was die von uns jetzt ausgedachten Menschen tun, sie werfen den anderen ihre eigene Unvollkommenheit vor. Weil was sollte dir denn logischer erscheinen, wie das, was du dir logisch ausdenkst? Aber konntest du dir deine Logik raussuchen? Das ist das Schwammbeispiel. Ich kann nicht jedes Mal diese Beispiele, ich sage, da gibt es hunderte von winzig kleinen Beispielen, die wirklich jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen kann. Es ist nicht diskutierbar. Wenn ich behaupte, dass was nicht diskutierbar ist und zu diesem Diskursus kommen wir eventuell auch noch. Diskurs ist immer ein Kampf um einen Standpunkt.
Wenn wir in die Tiefe der Worte einsteigen, und ich sage immer, jedes einzelne Wort, wenn wir uns anschauen, ist ein 400 Seitenbuch mindestens, dass du es einigermaßen durchschaust. Ich will jetzt einmal zuerst mal, das Entzaubern der Welt ist ein Akt der Aufmerksamkeit. Ich fange jetzt einmal an, dass ich den Bildschirm übertrage. Ton brauchen wir keinen. Im Erklären, das sind also zwei Kleinigkeiten. Das ist jetzt hier die Physik im Nullpunkt Gottes. Das ist eins dieser Schriften. Man kann ja hier auf die Holofeeling-Seite gehen. Und wenn wir die Holofeeling-Seite mal ganz kurz uns anschauen, dann stellen wir zuerst einmal die Hauptwerke fest. Interessanter sind dann die Beiwerke. Ich fahre da ganz kurz rein. Holofeeling für Neugierige. Die Wiedergeburt des Christus, der Weckruf, das Erwachen. Was ist Wirklichkeit? Monolog, die Mutation. Das sind die ersten Schwarz-Weiß-Schriften. Jetzt da grob mit den Sätzen. Dialog der Liebe, wundervolle Welt, der Zirkelschluss. Das sind alles Schriften. Gestatten, ich bin Jahwe, die gehen immer tiefer rein. Das ist so unheimlich viel zu lesen. Ich kann immer wieder bloß sagen, das Grundwerk von Holofeeling findet man in einer ganz einfachen, schönen Zusammenfassung. Und zwar ist diese Zusammenfassung diese Schrift hier. Ich mache die mal ganz, ganz kurz auf. Kleinen Moment. Da müssen wir hin. Das ist eigentlich so die Hauptwerke. Man sieht unten, das sind fast 4800 Seiten. Das ist jetzt hier die ersten 8 Hauptwerke. Wenn ich hier das anklicke, habe ich dann diese 8 Grundwerke, die sind ganz einfach gehalten. Man sagt immer, das ist viel zu einfach. Man kann aber dann sehr reingehen. Das ist dann mit Untertitel, ich bin du Quadrat und so weiter und so weiter und so weiter. Die Holoarithmetik, dann wird es richtig komplex, wenn wir hier reinfahren. Mit Unterformen, mit der Hologrammatik. Das muss man alles nicht wissen. Wenn wir jetzt das einfach halten, und ich zeige jetzt einmal die geistige Physik im Nullpunkt Gottes. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Man liest, man sagt, es ist zu viel. Zuerst einmal, du bist ein ewiges Wesen. Und du musst dich irgendwann einmal verwandeln, so wie du dich jetzt als in deiner Logik als Mensch, wohlgemerkt, du denkst dir das jetzt aus, du bist nicht irgendeiner dieser Gedanken. Innerhalb dieses Lebens, innerhalb dieses Traums, ich nenne das auch immer, du liest zurzeit ein Lebensbuch. Du spielst ein Videospiel, die komplexere Metapher. Vom Säugling bis zum Kreis veränderst du dich. Von der Seite 1 bis zur Seite 80, 90, 100, bis dann das Buch zu Ende ist. Es ist aber definitiv so, der Leser ist was anderes wie irgendwelche Figuren, die er sich ausdenkt aufgrund dieses Programms. Das sind ganz einfache Metaphern. Wir machen hier kein Science Fiction. Wir machen kein religiöses Geschwätz. Holofeeling ist das, was 100% sicher ist. Von jedem 13-Jährigen, damit meine ich mit dem Intellekt eines 13-Jährigen, sofort auf der Stelle überprüfbar. Ich kann jeden 13-Jährigen 100%ig sicher beweisen, dass deine Physikbücher so voller Lügen und Widersprüche und Antinomien sind, dass den 13-Jährigen die Haare zu Berge stehen und sagt, wie kann man so eine Scheiße eigentlich glauben? Und dann bring mir deine Philosophen deiner Welt, bring mir auf der Bröselebene deine Physiker. Und dann kann immer wieder, ob ein Hauch von Geist da ist, der sagt, ja, ich bin neben mir gestanden. Mir ist es nicht aufgefallen, weil du nie gewagt hast, selber zu denken. Du bist ein Weltmeister im Nachäffen. Du bist bloß ein dummer Affe bei eigener Definition, weil man dir Geist das erzählt hat, weil das auf deinem Programm drauf ist. Wenn du an dich denkst, wirfst du in dir die Information eines sterblichen Säugetiers auf. Das bist du nicht. Du bist ewiger Geist. Ob du dich jetzt als 20, als 30, als 50-jährigen Affen denkst, der Körper entsteht erst in dem Moment, wenn du ihn denkst. Wer ist das, der sich das ausdenkt? Das ist der Rode. Jetzt schauen wir da, wir lesen da mal rein. Es ist nämlich wichtig, ich sage immer wieder, wenn du jetzt alleine bist, jetzt natürlich hast du eine sinnlich wahrgenommene Information, es ist eine Lautsprecherstimme, die du dir natürlich auch ausdenkst. Hat jetzt die ganze Zeit der Lautsprecher existiert? Nein. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, wo kommen dann die Schallwellen her? Hast du schon mal Schallwellen gesehen? Es ist alles unheimlich logisch, was du dir ausdenkst. Aber du wirst dir immer nur das ausdenken, was dein Programm hergibt. Im Anfang ist das Programm. Und dieses Programm, es ist der Intellekt, der erzeugt die Informationen in dir roten Geist.
Und ich muss ganz kurz nochmal zu dem Rot kommen. Rot ist das, was letztendlich wahrnimmt, was erlebt. Blau ist das, was wahrgenommen wird. Das ist Existierende, ist blau. Violett ist das Programm. Es ist hochinteressant, ein Programm ist weder blau noch rot. Wie ist das zu verstehen? Es ist beides gleichzeitig und wird dadurch was irgendwie irgendwas vollkommen Neues. Du kannst ein Programm als Ding an sich nicht wahrnehmen. Egal an was du denkst, ob du jetzt das Wort Programm denkst, jetzt in dem Moment ist nur das Wort Programm da. Das ist einfach nur ein Geräusch oder ein geschriebenes Wort, wenn wir es auf dem Monitor hinschreiben. Und was denkst du, wenn du an ein Programm denkst? Meistens an den Behälter, an der DVD, an einen USB-Stick, an eine Datei, wie du das auch nennst. Das, was du jetzt denkst, ist nicht das Programm als Ding an sich. Dann kannst du vielleicht sagen, ja, das sind 1 und 0, das sind Bits, Bytes, das sind Bündchen und Strichchen auf der DVD. Das sind, diese Gedanken sind nicht das Programm. Ein Programm ist ein Komplex, eine Kollektion, die als Ding an sich überhaupt nicht in Erscheinung treten kann. So wenig übrigens wie deine Küche. Das Wort Küche, was in dir auslöst, ist nur das Wort Küche da, aber dieses Wort Küche ist ja nicht die Küche. Du kannst eine Küche nicht sehen. Das sind so einfache Holofeeling-Beispiele. Und das ist hundertprozentig sicher, auch wenn deine Logik dir jetzt permanent versucht, das auszureden. Ich sage dann nur, zeig's mir. Und in dem Moment, wo du mir ein Bild zeigst, all diese B-I-L-E-R, Vatersprache, B-I-L-E-R, hebraisiert, heißt im Kind erweckt. Egal welches Bild du mir zeigst, das ist nicht deine Küche, es ist eine Facette, die aus dieser Dateiküche entspringt. Da sind wir tausendfach drauf eingegangen, aber jetzt kommt das Wesentliche. Es gibt kein Buch, in dem etwas generell Falsches steht. Das wirst du nirgends anders finden, außer wie bei Holofeeling. Holofeeling ist das Summa summarum allen Wissens der von dir ausgedachten Welt und der von dir ausgedachten Menschheit zu allen Zeiten. Und zwar in einem arithmetisch präzisen Verbund. Es ist ein Computerprogramm. Wenn sich der Inhalt vieler Bücher, das müssen wir jetzt alles blau machen, weil jetzt sind, wir können uns ja Bücher ausdenken, die sind ja sichtbar, zu widersprechen scheint, so liegt das nicht an deren geistreichen Inhalt, das habe ich jetzt rot gelesen, weil das wirklich Geistreiche kann nicht wahrgenommen werden, das kann man nur selbst sein. Sondern an dem Lesergeist, und jetzt haben wir schon zwei Sachen, der Leser ist der Körper, der Mensch, an den du denkst, die Person, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst, und der Geist ist der, der sich diesen blauen Leser ausdenkt, der natürlich immer nur dann existiert, wenn du an dich oder an irgendeinen Leser denkst. Den Geist, der sich das ausdenkt, den können wir jetzt ja auch denken, aber dann ist nur das Wort Geist da. Bei dem Leser, jetzt ist natürlich auch nur das Wort Leser da, aber ich kann aus dem Wort Leser auch eine körperliche Vorstellung machen. Aus dem Wort Geist, rot gelesen, kannst du keine körperliche Vorstellung machen, weil dann würde Geist zu existieren beginnen und dann wäre er nicht mehr ewig und dann könnte er nichts wahrnehmen. Der aus jedem Buch nur das herauszulesen vermag, nicht nur aus jedem Buch, sondern aus jedem einzelnen Wort. Denk an mein Beispiel Krebs. Ich stelle einfach das Wort Krebs, das Geräusch Krebs in den Raum. Genau genommen in deinen Traum. Was er mit seinem limitierten Intellekt, das heißt mit seinem persönlichen Wortverständnis, in die einzelnen Worte jedes Buches persönlich hineininterpretiert. Ist jetzt Krebs eine böse Krankheit? Ist es ein Schalentier? Ist es ein Sternzeichen? Das sind immer meine Standardbeispiele. Das Wort Krebs, ich mache dir aus dem Stegreif ein 400-Seiten-Buch, was in dem Wort Krebs alles drinsteckt. Du wirst feststellen, du kannst das unendlich erweitern, wie in einem Mandelbrot-Fraktal. Jedes geschriebene Wort, und jetzt geht schon los, Hebräisch Arche, das ist eine Kiste. Übrigens, da kommen wir noch dazu, halt einmal das Wort Kiste ganz leicht in deinem Hintergrund, das führt dich nämlich zur Zisterne. Du solltest nämlich wissen, dass das Wort Zisterne, dass das eigentlich im Lateinischen mit C ist geschrieben wird, nicht mit Z. Ist ein geheimnisvolles Gefäß, das einen sehr speziellen geistigen Sinnzusammenhang beinhaltet. Es ist, jedes Wort ist eine riesengroße Datei. Ein Lesergeist, der ein Wort nur einseitig auszulegen vermag, entheiligt dadurch dieses Wort. Jedes einzelne Wort, das in deinem Individualbewusstsein, interessant, da haben wir die Division, da haben wir die Urteile, du kannst nur Unterschiede sehen. Vatersprache, göttliches Sein, heißt, du bist ein kleiner Gott, du bist ein Nichts. Und dieses Nichts ist Bewusstsein. Rot gelesen.
Das ist ein ganz simples System, wo dein ganzes Weltwissen aus den Angeln hebt. Und durchaus selbst von einem ganz normalen Menschen verstehbar, wenn man neugierig wird. Das heißt also, was in deinem Individualbewusstsein auftaucht, das sind immer deine Gedankenwelten, ist ein Wort von Gott. Fragezeichen, was ist Gott? Ein Doppelt auf Schauen hin, ein Doppelt auf Gott ist jetzt dieses absolute Nichts, der Urknall, bevor er geknallt hat. Spann deine Gedankenwelt auf. In der Physik nennt man das aus dem Nichts. Das ist Gott. All heißt übrigens Gott und Nichts. Kommen in Vakuumfluktuationen. Die Physikbücher stimmen auch. Plus die Physiker, die dir was erzählen, haben keine Ahnung, von was sie reden. Können sie auch nicht, weil das nur Figuren in deinem Traum sind. Jeder ausgedachte, von dir ausgedachte Mensch, den du jetzt denkst, denkst du zwangsläufig an irgendeinen Trockennasenaffenkörper. Dieser Trockennasenaffenkörper, es ist zuerst das Wort Mensch da, wird zwangsläufig zu einer Information, zu einer Form von dir selber, wo du jetzt aufgrund des Wortes Menschen dir einen Primaten, einen Trockennasenaffenkörper, eine Person ausdenkst, die nur deshalb existiert, weil du sie denkst. Und sie wird genauso, dieser Körper wird genauso aufgebaut sein, wie du dir das ausdenkst. Das gilt übrigens für alles, ob du an einen Computer denkst, ob du an einen Verbrennungsmotor denkst oder an einen Trockennasen auf den Säugetierkörper denkst. Die Bilder werden erschaffen durch den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Hätte ich in den Computer, Geist symbolisiert, ein anderes Programm eingegeben, würde dasselbe Wort andere Bilder, andere Vorstellungen in dir aufbauen. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz. Und jetzt wichtig, es ist nicht für irgendwelche Menschen bestimmt, die du dir ausdenkst. Meine Botschaft richtet sich nur an den einen Geist, der mich jetzt sprechen hört. Da ist nur ein Geist, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Das ist das, was ich sage, der eine Geist wird zu vielen Geistesfunken, das sind Monaden. Ich hoffe, wir kommen noch so weit, dass ich nicht so arg hängen bleibe an genauen Erklärungen, aber das ist wieder die zwei Seiten. Werde ich genau, muss ich zwangsläufig viele Einzelbereiche dir einzeln erklären. Es geht doch schon los, wenn ich jetzt sage, ich erkläre dir, wie ein Computer funktioniert, beginnend bei Null. Hardware, Software. Dann wirst du feststellen, das ist nichts, was man in 5 Stunden oder 2 Stunden verstehen kann. Auch nicht in einer Woche und nicht in 2 Jahren. In 2 Jahren, wenn wir von morgens bis abends nur erklären, wie funktioniert Hardware und Software, müssen wir zuerst mal uns in die Physik der Grundlagen der Elektronik reindenken, was ja nur die momentane Vorstellung von Physik ist. Das ist wieder ein winziger Teilbereich von viel größeren Bereichen. Und glaub mir, wenn ich, und ich meine jetzt nicht den Udo, den du dir ausdenkst, wenn ich behaupte, das Wissen deiner Menschheit ist für mich eine Schimmelpilzkolonie, was ich jetzt versuche, dass ich einer rudimentären Form von Geist, der noch glaubt, er ist ein Affe, versuche zu erklären, wo er hinwächst. Und du kannst nie von unten nach oben sehen. Und das ist hundertprozentig sicher, ob du das jetzt glaubst oder nicht glaubst, ist dabei vollkommen gleichgültig. Das, was wirklich, wirklich ist, schert sich nämlich ein Dreck um den Glauben, den du zurzeit zum Denken benutzt. Dieser Glaube G-A-U-B, das ist deine Beschwörungskunst. Und darum betone ich immer wieder, wenn du jetzt irgendwas vom Hörensagen kennst und du baust dann Vorstellungen auf von Coronaviren, von einem heliozentrischen Weltbild und du glaubst, es ist alles hundertprozentig sicher bewiesen, ich werde dir beweisen, dass über 99% von diesen ganzen Glaubenssätzen, gleichgültig ob die religiös oder naturwissenschaftlich geprägt sind, du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Hätte man dir das nicht erzählt, würde das für dich gar nicht existieren. Erst musst du das wissen, du musst das Programm, du musst die Daten haben als roter Computer, dass du dann aufgrund dieser Daten Bilder in dir, Vorstellungen in dir aufbauen kannst. Materialismus und Religion dreht die Kausalität auf den Kopf. Ich erkläre das mit meinem ganz einfachen Klingelingeling-Beispiel. Holofeeling kannst du Satz für Satz, Wort für Wort, mit einem gewissen Grundwissen, hier und jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen. Das, was dir bis da oder bis jetzt logisch erschienen ist, ist genau das Gegenteil davon. Es sind Selbstlügen. Mein Klingelingling-Beispiel, ganz kurz nochmal erwähnt. Du hörst in dir, du bist ein träumender Geist, in dir taucht ein Geräusch auf. Ich nenne es einfach Klingelingeling. Wir können auch Fiep-Fiep sagen oder Gong sagen. Dann wirst du aufgrund dieses Geräusches, und jedes Geräusch ist ein Wort, ob ich jetzt das hinschreibe, dann ist es ein optisch wahrgenommenes Wort oder du hast es
als akustisch wahrgenommene Information. In beiden Fällen entsteht in dir eine Information, es taucht in dir eine Information auf. Denk einfach, du bist ein träumender Geist. Ich nenne das einmal Klingelingeling und du wirst, ob du willst oder nicht, an deine Haustierglocke oder ans Handy oder ans Telefon denken und dir dann vielleicht denken, wer ruft mich jetzt an? Und du bist jetzt felsenfest, hundertprozentig sicher davon überzeugt, dass da außen einer ist, der dich anruft und dann geht irgendein Signal von seinem Telefon zu deinem Telefon, aus dem Telefon gehen Schallwellen raus. Das ist ein logisches Interpretationsmodell, das dir logisch erscheint, was dir aber dabei nicht auffällt, dass all die Sachen, die du jetzt denkst, denkst du, weil das Klingeln da war. Hierarchisch, ich rede nicht chronologisch, hierarchisch gesehen, ohne dieses Klingeln existieren die Sachen nicht, die du aufgrund des Klingels denkst. Das heißt, das Klingeln ist die Ursache, dass du dir überhaupt das Telefon und dann zwangsläufig auch einen Anrufer ausdenkst. Bei Holofeeling drehen mir die Seiten um. Es ist einfach wie wenn ein Film abläuft. Schau das kleine Bild an. Da ist Klingeln und zwanghaft, dein Mechanismus war zwanghaft aufgrund dieses Klingelns. An ein Telefon und an einen Anrufer denken. Das heißt, das Klingeln ist die Ursache für diesen Informationswechsel. Jetzt haben wir zwei Seiten und jetzt ist wichtig bei Holofeeling, ich habe zwei Erklärungsmodelle, was übrigens in der Quantenmechanik, in der Physik ist, die Zeit umkehrbar. Stammst jetzt du von deiner Mutter ab oder deine Mutter von dir? Da ist schon der erste Fehler, wenn du voll davon überzeugt bist, dass du dieser Säugetierkörper bist, der nur existiert, wenn du an ihn denkst und du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage ganz einfach, es ist zwar vollkommen zwanghaft logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du der Geist bist, der sich das jetzt ausdenkt. Diese angebliche Geburt, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, ist ein Vorgang, den du jetzt denkst, den du aber nur mit einer Meinheit beschwören könntest. Du wirst immer mehr erkennen, dass alles, was dir mit Datum, mit deiner anerzogenen Logik, mit dem zwanghaft einprogrammierten Programm, das übrigens nie in der Vergangenheit in dich einprogrammiert wurde, es ist, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Dazu musst du lichtgeschwind denken. Das ist tausendfach wiederholt und du wirst es nochmal tausende Male wiederholen müssen, bis du das heute kannst. Also wir fangen doch mal, wir machen weiter. Du merkst, ich kann immer wieder da nur darauf hinweisen, weil ich merke als Brösel an der Brösel, dass Brösel das nie verstehen wird. Ich erkläre es auch nicht irgendeinem Menschen, den ich mir jetzt ausdenke. Mensch blau gelesen. Ich erkläre es denen, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du erschaffst jetzt den Udo und nicht der Udo dich oder Gott dich. Du bist Gott. Einfachste Metapher, du bist ein träumender Geist. Als träumender Geist, rot gelesen, erschaffst du ständig wechselnde Informationen in deinen roten Kopf. Das ist wie ein Kino. Und die kommen alle aus dir und die gehen wieder in dich zurück. Gedanke für Gedanke, Augenblick für Augenblick. Und in dem Moment, wo das mit hundertprozentiger Sicherheit von dir erkannt ist, werde ich komplett deine Traumwelt verändern. Und keine Sekunde früher. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag und alles, was du wahrnimmst, ist bloß eine einzige Nachtgesicht. Eine Traumwelt. Eine T-Raumwelt, eine gespiegelte Raumwelt um dich herum. Was auch immer das bedeuten mag, wenn man es versteht, wirst du es verstehen. Also gut, du wirst aus jedem Wort nur das herauslesen, was er, der Leser, mit seinem limitierten Intellekt, das heißt mit seinem persönlichen Wortverständnis in die einzelnen Worte persönlich hineininterpretiert. Jedes geschriebene Wort ist ein geheimnisvolles Gefäß, das einen sehr speziellen geistigen Sinnzusammenhang beinhaltet. Ein Lesergeist, der nur ein Wort nur einseitig auszulegen vermag, entheiligt dadurch dieses Wort. Diese Erkenntnis ist ein Schlüsselerkenntnis. Bevor die in dir nicht installiert ist, wirst du dich narren bis in alle Ewigkeit. Ich sage immer wieder, ich drohe dir nicht, ich warne dich vor etwas. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, selbst erschaffenes Leid in dir erzeugen, bis du anfängst, dich eines Geistreicheren zu besinnen, bis du dich erinnerst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Jedes einzelne Wort, das in einem Individualbewusstsein auftaucht, ist ein Wort von Gott und damit auch ein heiliges Wort. Dieses, jeder dieser Sätze ist eine Meditation, bis du das verstehst und es ist ein Prozess, der zieht sich über jetzt in deiner Logik über Jahrzehnte hinweg. Das heißt, wenn du dich 20 Jahre intensiv mit Holofeeling auseinandersetzt, das ist das Mindeste, wirst du anfangen,
lauter kleine Heurekas zu bekommen, dass du sagst, das ist unglaublich, ich habe das vor 20 Jahren schon gehört, natürlich immer jetzt. Warum habe ich so lange gebraucht, um das zu verstehen? Es hängt an deinem Ego, an deinem Nicht-Wahrhaben-Wollen von dem, was ist. Die Sache mit dem Ersten und mit dem Zweiten, tausendfach erwähne ich das. Ich bin der Erste und ich bin du. Ich rede jetzt von Sachen, wenn du meine Gedanken mitgehst, die jedes Kind sofort überprüfen kann. Wenn du etwas nicht anschaust, ich sage, wenn das nicht auf deiner Farbrille ist, dann existiert es nicht. Wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht. Alles, was du denkst, existiert immer nur in dem Moment, wo du es denkst. Was ist daran so schwer zu verstehen? Was passiert jetzt, wenn du eine Zeitung in der Hand hast? Dann ist das Einzige, was realsinnig wahrgenommen existiert, ein Fetzen Papier mit Farbspritzer drauf. Was ist jetzt der Fall? Schau vor dich hin. Dann schaust du, du glotzt jetzt auf einen Monitor, wenn du auf deine VR-Brille schaust und da sind Worte drauf und du hörst Geräusche. Das ist das Einzige, was jetzt da ist. Und du machst aus diesen Worten Vorstellungen. Die werden ganz subjektiv geprägt von dir erschaffen. Es ist doch ein ganz einfaches, klares Deutsch. Im Anfang steht nur ein Wort. Nur heißt übrigens Existenz einer aufgespannten Berechnung. Wichtig ist, es steht da. Worte bewegen sich nicht. Es bewegt sich gar nichts von A nach B. Es ist eine transversale Bewegung. Einfach Holofeeling studieren. Und jetzt ist natürlich interessant, was ich immer wieder sage, wenn du jetzt selbst liest, was ich jetzt eigentlich ich lese, sprich der Lautsprecher macht jetzt aus diesen Worten, die du vor dir siehst, die sind ja vollkommen stumm, macht er Geräusche. Dies ist mein eigenes Selbstgespräch. Ich behaupte, ich bin du, ich bin der, der sich jetzt das ausdenkt. Wenn du das alleine machst, jetzt hörst du die Stimme von einem von dir ausgedachten Udo, was eigentlich ja nur ein Lautsprecher ist, innerhalb deiner Logik. Wenn du jetzt alleine da sitzt und das liest, dann hörst du auch eine Stimme, und zwar von dem Affen, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Deine eigene Gedankenstimme. Ich denke mir de facto jetzt diese Worte aus. Egal, ob man die optisch oder akustisch betrachten. Ich denke mir, de facto heißt jetzt, hundertprozentig sicher jetzt, den momentanen Leser dieser Zahlen aus. Das ist in dem Moment, wo du an dich denkst, als Brösel, als Trockennasenaffe. Und ich denke mir de facto hier und jetzt den Schreiber dieser Zahlen aus. Natürlich ist der Schreiber nur in dem Moment da, wo du an den Schreiber denkst. Die Worte sind auch dann da, wenn du nicht an den Schreiber denkst. Das könnte ich jetzt sagen, der Leser, wenn du an den denkst, denkst du an deinen momentan aktuellen Körper, an den, der jetzt vom Computer sitzt. Und wenn du an den Schreiber dieser Worte denkst, denkst du dir jetzt den Udo aus, wo du sagst, das ist das Pixelmännchen rechts oder links, je nachdem, wie dein Computer eingestellt ist in der Ecke, oder diese Lautsprecherstimme. Aber die Lautsprecherstimme ist doch nicht der Schreiber. Oder das Pixelmännchen ist doch nicht der Schreiber. Das sind alles logische Konstrukte. Und diese Worte, sprich jetzt gelesen, diese Worte oder Geräusche, interessant, da ist jetzt nur ein einziges Wort und du denkst an mehrere Worte. Das sind aber wieder andere Worte wie dieses Wort. Nicht in der von mir de facto jetzt ausgedachten Vergangenheit geschrieben haben kann. Das heißt, der Schreiber kann das nie in der Vergangenheit gemacht haben. Ich denke mir jetzt, dass es in der Vergangenheit geschrieben hat, aber ich kann immer nur darauf hinweisen, es ist in der Vergangenheit nie irgendetwas passiert und es wird in der Zukunft auch nie irgendwas passieren. Dieses Video wird nicht in so und so vielen Minuten oder Stunden zu Ende sein. Es hat ja nie irgendwann vor so und so vielen Minuten begonnen. Das ist die Sache in der Transversalen mit der Datei. Es ist so simpel und einfach. All das sind Quadrate, Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Du bist vollkommen blind und taub für das, was jetzt ist. Du hast Wissen in dir. Wenn du einen Film anschaust, ist dir klar, dass alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftaucht, ist in einer Datei gleichzeitig da. Und in dem Moment, wo du jetzt den Film laufen lässt, läuft er nicht von A nach B, sondern schau und an Bild, 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 Bild. Es sind winzige Facetten aus dieser Datei. In der Datei ist es gleichzeitig und du hebst jetzt, immer jetzt, in einem ständigen Wechsel im Jetzt, hebst du diese Facetten heraus. Ist eigentlich vollkommen logisch, selbst mit deiner jetzigen Logik. Wieso denkst du dann immer noch vollkommen unbewusst chronologisch? Wieso meinst du immer noch, dass in der Zukunft was passieren könne? Dass sich in der Zukunft dein Körper auflöst und dann gibt es dich nicht mehr. Wo war jetzt eigentlich die ganze Zeit dein Körper, wenn du aufmerksam zugehört hast? Jetzt kommt wieder das Spiel, was ich dir erklärt habe. Ja, der war doch da, sonst wird es mich ja nicht geben. Geist ist eben. Und das sind Vakuumfluktuationen. Die Energie, die sich ständig verwandelt, das E-Quadrat. Unheimlich viel Wissen,
wo du ohne Grundlagen mit Holofeeling gar nicht hinkommst. Aber ich benutze nur Einzelteile von Wissenselementen aus unterschiedlichsten Fachgebieten. Okay, weil mir Geist jetzt bewusst ist, dass alles von mir wahrgenommen, alles von mir ausgedacht, ich kann immer nur das wahrnehmen, was ich mir selber ausdenke. Ich werde immer nur zwanghaft das wahrnehmen, was ich mir selbst ausdenke. Auch die ganzen Katastrophen, das heliozentrische Weltbild, wo war jetzt eigentlich das ganze Zeit das heliozentrische Weltbild? Ach, du bist dir hundertprozentig sicher, dass es auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst, deine Erdkugel. Und dass das schon in der Vergangenheit war, bevor es dich gegeben hat. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann entsteht ein blaues Ich, ein Gedanke von dir, der aber wieder weg ist, wenn du dann nicht mehr dran denkst. Was bist dann du selbst? Was ist der, der sich das ausdenkt? Es ist doch so ein Kinderkack, was ich dir erzähle. Aber wieso wissen das die Menschen deiner Welt nicht? Weil die Menschen deiner Welt nur dann existieren, wenn du an sie denkst. Und die werden das wissen, wie du sie dir denkst. Die können gar nicht anders sein, wie du sie dir selbst ausdenkst. Jetzt sind wir wieder beim träumenden Geist. Das ist der Gott für die Welt, die er träumt. Aber ein träumender Geist ist noch ein vollkommen unbewusster Gott, weil er sich gar nicht raussuchen kann, was er träumt. Du kannst ja nicht raussuchen, an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das macht das Programm, das macht der Schwamminhalt, den du in dir trägst. Genau. Du musst dich zuerst einmal von all diesen ausgedachten Dingen loslösen. Und dich jetzt im wahrsten Sinne auf die rote Seite ins Jenseits neben dich selbst stellen und zum Beobachter werden von deinem eigenen Traum. Weil ein ausgedachter träumender Geist ist blau. Jetzt ein Gedanke, eine Vorstellung. Und wir haben doch festgestellt, alles Blaue hat sowieso keine Empfindung, keine Wahrnehmung. Es ist vergänglich. Empfinden, wahrnehmen, erkennen kann nur Geist. Und er ist rot, weil er ewig ist. Und wenn du das weißt, was es bedeutet, Geist zu sein, rot gelesen zu sein, hast du auch keine Angst, dass du zerstört wirst. Weil ein absolutes Nichts kann nicht zerstört werden. Das ist die E-Quadrat in der Einstein-Formel. So. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einer bewussten Auferstehung, einer bewussten Auferstehung und einer unbewussten Wiedergeburt. Jetzt haben wir hier schon wieder die deutschen Worte. Z-Waff, die Geburt von was doppelt, ein W, doppelt aufgespannt. Ist Ischen. Jetzt, wenn ich das wieder hebräisiere, ganz nebenbei heißt es wirklich diese Buchstaben in hebräischen Zeichen. Z-Waff, Ischen, Nun, heißt der Befehl zu schlafen. Und das hebräische Wort für zwischen ist bin, das ist dieses Ich bin. Das schreibt sich B-E-N, wenn du im Wörterbuch nachschaust, wir können das ganz kurz machen. Das ist das schöne Spiel hier, ein wundervolles Werkzeug. Wirst du feststellen, das ist jetzt erst einmal, das heißt achten auf einschalten, etwas einschalten, in sich interpolieren, in dir etwas Pol hast du machen, handeln. Interpoliert, in dir wird etwas ein Polus verstehen und ZW ischen. Das ist jetzt original ZW ischen. Ist innerhalb all. In dir ist der Gott, das Nichts und das ist Bola. Wenn man das jetzt hebraisiert, deutsch ivrig. Das Zahnstruktur müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Da wird es ganz einfach, bin bedeutet in mir ist eine Existenz. In mir roten. In dem absoluten Nichts ist plötzlich was Blaues. Und jetzt wird das Schöne hier mit der Kamera obscura, dass in dir selber eigentlich nichts ist. Es ist, du siehst immer nur deine Peripherie, weil du nur in eine Richtung schaust. Ich weiß, es ist nicht zu verstehen, wenn man die Grundlagen nicht hat, aber ich kann dich nur neugierig machen auf dich selbst. Bina, die zweite Sephira angeblich, in mir ist eine existierende Wahrnehmung. Das ist, hier wird es ganz, ganz grob zusammengefasst. Und wir wollen da mal ganz, ganz kurz weitermachen. Das heißt jetzt, das lasse ich jetzt einmal. Ich will nur noch darauf eingehen. Es ist ein riesengroßer Unterschied einer bewussten Auferstehung. Das ist das, was ich dir jetzt als Brüssel Udo demonstriere. Ich bin jetzt eine Figur in deinem Traum. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Nur als eine Traumillusion, die jetzt nur deshalb existiert, weil du das träumst. Was ist der Udo jetzt? Ist er das Pixelmännchen? Es ist ein Gedanke in deinem Kopf. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, weil ich, wenn ich jetzt das Udo-Programm laufen mache, denke ich mir den aus, der sich jetzt dieses Video anschaut. Und du denkst dir den aus, der jetzt angeblich dieses Video gemacht hat. Aber letztendlich ist da nur einer, der denkt sich beide aus. Das bezieht sich auf Ich bin du, das ist die rote Ebene. Dann wirst du bewusst auferstehen.
Das heißt, ich kann mich in so viele Traumwelten einklinken, dass keine Vorstellung kann ich auch sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille erscheinen, aber dann bin ich nur eine Illusion. Und du als träumender Geist erlebst es. Das ist der Geistesfunk oder die Monade. Oder einer unbewussten Wiedergeburt. Das ist, dass du immer und immer wieder, das ist das in der Esoterik, die panische Angst haben, wiedergeboren zu werden. Oh, noch ein Leben durchleben. Ich sage, du hast kein Problem mit dem Leben, wenn du weißt, dass dir selber nichts passieren kann. Und dann wirst du mal alle möglichen Rollen spielen. Du musst sowieso alle Rollen spielen. Alle Rollen spielen. Eine Rolle. Das, was auftaucht in der Peripherie, sind immer ausgedachte Sachen. Das beginnt jetzt schon, wenn du jetzt an deinen Schädel denkst. Ich habe das so oft erklärt. Das, was du bist, ist im Zentrum. Immer im absoluten Mittelpunkt. Das ist wie ich dick. Du kannst diese Mitte gar nicht verlassen. Und alles, was du anschaust, ist immer um dich herum in der Peripherie. Aber dann siehst du bloß das vor dir, dann fällt dir das hinter dir, das über dir, dann fällt dir das unter dir. Weil du genau genommen, wenn du da hinschaust, fällt dir das hier. Aber du bist in der Mitte, aus dem beides entspringt. Du siehst halt bloß immer die Seite, die du siehst. Und das ist dann auch die Ursache, weil das gleichzeitig da ist. Ich kann doch nicht einatmen und ausatmen gleichzeitig. Doch, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Und um das genauer zu erklären, springen wir hier einfach mal rund auf die Seite 45. 45 ist der Adam, das ist der Rode. Das läuft alles vollkommen synchron. Das ist jetzt hier die Physik im Nullpunkt Gottes. Das ist kein esoterisches Geschwätz, das ist absolut pure Physik. Göttliche Physik, ich kann es nicht oft genug sagen. Schauen wir mal, was da auf der Seite 45 steht. Das gilt übrigens für alles, für die Zeiten. Ich beweise, dass jedes Video auf YouTube, das du einspielst, läuft vollkommen synchron mit diesem Code. 44, 45. Ich, bewusster Geist, bin selbst die Wirklichkeit, die Praxis. Wirklichkeit heißt Praxis. Keine Theorie. Ich bin selbst die heilige Praxis, die in sich selbst heil ist. Es ist einfach, wo ich sage, selbst wenn du einen Film anschaust, es zerstört nicht das Programm. Das symbolisiert eine Kollektion von Sachen, jedes Bild, das du jetzt raushebst. Es ist letztendlich, wenn ich jetzt auch die Kollektion, nennen wir einfach mal Küche, und du schaust jetzt deinen Herd an oder du schaust den Kühlschrank an. Das sind Bilder, die in dieser Kollektion alle gleichzeitig da sind. Das ist letztendlich, wenn du um dich schaust, das Bild an, du veränderst nur deinen Blickwinkel, du schaust immer aus der Mitte, du kannst es mit der Wohnung machen, mit der Stadt machen, das sind alles Überbegriffe, die eigentlich gar nicht zu sehen sind. Jetzt geh mal in deine hochheilige Welt von so viel Elite und du behauptest, du hast noch nie deine Küche gesehen oder deine Heimatstadt gesehen. Dann sagen die, du spinnst doch. Jetzt frage ich dich, das, was ich dir erkläre, ist hundertprozentig sicher, was die behaupten, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Existiert irgendein Gedanke, wenn du ihn nicht denkst? Er ist da, auf der Datei. Existieren tut er erst, wenn du ihn als Gedankenwelle auftauchen lässt, aber dann bist du automatisch in einer Perspektive. Geistlose Wissenschaftler behaupten, wir haben Theorien. Die Praxis ist was anderes wie eine Theorie. Eine Theorie ist eine Sichtweise, ist eine Perspektive. Ich behaupte, der Henkel ist rechts. Nein, der Henkel ist links. Ich behaupte, die Küche ist ein Herd. Ich behaupte, die Küche ist ein Kühlschrank. Das ist das große Problem aller Philosophen. Ich kann immer nur darauf hinweisen, selbst deine hochrangigen Philosophen, die du dir nur ausdenken kannst, wenn dieses Wissen auf deinen Schwamminhalt drauf ist, was du dir nicht raussuchen konntest. Gibt es eigentlich einen Einstein, wenn du ihn nicht denkst? Wo kommt der Einstein her, den du dir jetzt denkst? Der kommt aus deinem Wissen, aus deinem Schwamminhalt. Wer auf deinem Wissen kein Einstein, wird es auch keinen Einstein geben. Wer auf deinem Wissen keine Erdkugel, wird es auch keine Erdkugel geben, die du dir ausdenken kannst. Jetzt gehen deine jetzt ausgedachten Geschichtsbücher rein, wo die Welt, die Menschen, die wir uns jetzt denken, damals, Anführungszeichen, Smiley, geglaubt haben, die Welt ist eine Scheibe und der Galilei kommt. Das ist ein Spinner. Was ist jetzt? Jetzt glauben alle, sie sind auf einer Kugel. Jetzt kommt Holofeeling und sagt, das ist ja keine Kugel, das ist ein totaler Spinner. Wer bestimmt das alles? Wer denkt sich jetzt das? Wer baut jetzt eigentlich aufgrund dieser Worte Vorstellungen auf? Was würde jetzt passieren? Denk dir jetzt einfach mal, du wärst das Deutsch nicht mächtig, sondern du würdest bloß Italienisch oder Chinesisch sprechen. Dann hättest du schon längst ausgeschaltet, weil du kannst Datei nicht lesen, würden diese Worte, egal ob die geschrieben dann dastehen oder als Geräusche, würden in dir nichts auslösen. Das ist eine andere Datei. Es ist aber trotzdem eine Datei mit dem entsprechenden Programm, kannst du Vorstellungen aufbauen. Also gut.
geistlose Wissenschaftler Bau gelesen, die du dir ausdenkst, von denen du bisher gemeint hast, die wüssten was. Genau genommen bist du felsenfest davon überzeugt, dass irgendwelche Gedanken, die du denkst, was wissen könnten. Meinst du, dass der Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwas wissen kann? Was ist der jetzt, der Gedanke von dir? Ja. Und der Einstein und Hitler und Jesus sind doch alles nur Worte. Was machst du aus dem Wort Jesus? Was machst du aus dem Wort Hitler? Aus dem Wort Einstein? Das, was dein Programminhalt, dein geistlos nachgeäfftes Wissen ihm für eine Vorstellung aufgrund dieser Worte in dir aufbaut. Jetzt kriegt dieser Satz, im Anfang war das Wort, eine vollkommen neue Bedeutung. Wir haben Theorien und überprüfen diese dann anhand von Experimenten. Ich sage rein dieses einzelne Wort, wenn du in deine Wörterbücher reingehst, wirst du feststellen, Ex heißt heraustreten, Barry heißt um dich herum. Ich zeige dir nochmal, es ist auf zig Selbstgesprächen drauf. Ex. Heraus, heraus, hervor. Barry, das ist an und für sich griechisch, wir schauen uns mal, ob es im Lateinischen auch anspricht. Die Walze, drehen, sehr unvernünftig. Wir müssen hier dann in das Barry reingehen, im Griechischen, dann wirst du feststellen, dass das eigentlich hier ringsum heißt. Umherum. Und jetzt kommt das schöne Mens. Mens heißt denken und ment, mentior, mentum. Mendens, die Erwähnung, die Erinnerung, ein Erwecken in deinem Innern, eine Meldung, ein Antrag, eine Raude, mentio, mentior, Farben sich gegen die Wahrheit versündigen. Lügen sich täuschen, sich selbst täuschen, zum Lügner werden. Okay, du bist dir doch hundertprozentig sicher, dass du jetzt auf einer Erdkugel bist. Könntest du es beschwören? Du bist doch sicher, dass da außen jetzt voll die Krankenhäuser sind mit Corona. Könntest du es beschwören? Kannst du beschwören, dass so und so viele positiv Getestete oder negativ Getestete da außen rumlaufen? In dir tauchen Werte auf, Zahlen auf, aus Medien und Börsen oder vom Hörensagen. Und du baust Vorstellungen in dir auf. Und ich sage dir nochmal, das darfst du alles machen. Aber in dem Augenblick, wo du irgendwas geistlos nachäffst und keine Ahnung hast, für was das eigentlich steht, eine Vorstellung in dir aufbaust, wenn du einen Meineid schwörst, könntest du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Ich rede jetzt mit deinem Geist und nicht mit einem geistlos nachäffenden Trockennadelaffen. Könntest du beschwören, dass du dich als Affe jetzt auf einer Erdkugel befindest, die sich um die Sonne rumdreht? Kann das überhaupt einer beschwören? Äffen nicht alle um dich rum nach, genauso wie du nachäffst? Sind es nicht genau genommen nur deine eigenen Spiegelbilder? Die Spiegelbilder deiner eigenen, dir selbst demonstrierenden Demonstro? Diese ganzen Monster deiner eigenen Geistlosigkeit? Ja. Das sind die Experimente deiner Wissenschaftler. Um sie herum sind ihre eigenen Selbstlügen. Egal, was du um dich herum dir ausdenkst. Es ist hier und jetzt deine Information, keine Außenformation. Wäre es keine Information, könntest du es gar nicht wahrnehmen. Das führt uns dann immer wieder, was ich sage, zu dem Wort in dir ist eine Formation, die eigentlich gar keine Form ist. Weil das Wort in, die Vorsilbe in im Lateinischen, nämlich auch eine Verneinung ist. Also das ist, was ist die Erdkugel jetzt in dir drin? Sagst du mal das Wort Erdkugel, das ist hundertprozentig sicher. Kugel, KGL, hebraisiert heißt wie eine Welle. Jetzt sind wir wieder bei dem Spiel. In Bezug auf ihre Wirklichkeit, obwohl sie gar nicht wissen, was Wirklichkeit buchstäblich bedeutet. Das hast du nämlich geistreich gelesen, heißt es wie buchstabiert. Dieses Eid heißt buchstabieren. Wie buchstabierst, wie legst du ein Wort aus, wie intensiv schaust du dir ein Wort an? Du wirst jetzt merken, wie tief diese Schriften sind. Hier ein Beispiel für geistlos rezitiertes Wissen. Der Link funktioniert nicht mehr. Ist Schnee von gestern. Kannst du aber tausende andere, du einfach Lesch oder irgendeinen, egal was irgendeiner behauptet, irgendeine wissenschaftliche Vorlesung, irgendein Professor, an Beispiel mangelt es nicht, geh einfach in die Selbstgespräche rein. Ein einseitig stochastischen wissenschaftlichen Untersuchungen, wichtig ist dieses Wort stochastisch. Bei einseitig ausgelegten stochastischen wissenschaftlichen Untersuchungen wird man für das, was man glauben will, immer Beweise finden, aber auch immer genügend Beweise dafür finden, dass etwas nicht stimmt, wenn man es nicht glauben will. Das ist das große Problem deiner Einseitigkeit. Ja.
Du musst jetzt erst einmal bewusst machen, ich sage immer wieder, beobachte dich selbst. Das heißt deinen Intellekt. Du bist ein träumender Geist und du erhebst dich jetzt, dass du einfach erst einmal dir bewusst machst, was ist jetzt da. Dann hast du zwei Hälften, du kannst dir bewusst machen, was ist jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information und was ist eine bewusst selbstgedachte oder feinstoffliche Information, die in dir auftaucht. Wenn der Gedanke in dir auftaucht, der kommt ja nicht von außen. Dass du plötzlich zum Beispiel sagst hier, ich muss mal Brot machen, ich habe einen Hunger. Da gibt es aber eine Ursache von innen, dass du ein Gefühl da war, ein Blau ist, nämlich ein Hauch von einem Gefühl, wo du sofort darauf reagierst und das ändert dein Denken. Und du hast sinnlich wahrgenommene Informationen und dann schau einfach, was da ist. Das wäre jetzt das, was auf der Farbe ist, was ich immer wieder sage. Du kannst jetzt den Monitor anschauen, kannst aber deinen jetzt ausgedachten blauen Kopf nach rechts oder nach links drehen und dann verschiebt sich das von der Farbe weg. Und dann kannst du auf die Farbe ein anderes Bild holen, das dann in dem Moment entsteht, wo du das anschaust. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das ist hundertprozentig sicher. Nicht das, was du bisher bis dato geglaubt hast, dass hundertprozentig sicher ist. Ich betone nochmal, über 99% dieser ganzen Glaubenssätze kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Prinzipbedingt. Ich bin der Erste, ich rede nur von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt ist es interessant, dass in dir was drin ist. Das ist dein eigenes Ego. Das ist diese Logik, wo du sagst, das ist meine Meinung, die gar nicht deine Meinung ist. Du hast doch überhaupt keine eigene Meinung. Wenn wir auf der Bröselebene unter Bröseln sind, jetzt einmal als ein ausgedachtes Schauspiel, egal wen du mir bringst, egal welchen Affen, wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, welches Buch er gelesen hat, welche politische Strömung, was er geistlos nachher vor das her hat. Was eigentlich die Grundlage, was für Wissenskomplex, ich sag mal, welche Chats er zum Denken benutzt. Das ist mir ein leichtes Spiel. Und du sollst dich jetzt einfach beobachten, diesen ständigen Wechsel von Informationen beobachten und, ich habe das tausende Male erwähnt, fokussiere dich auf deine Interpretation, wie du reagierst. Das ist ein Programm, das kannst du beobachten. Wo du bei verschiedenen Meinungen, bei welchen Perspektiven, bei welchen Theorien du innerlich Beifall klatscht und bei welchen dir die Haare zu Berge stehen, weil das totale Idioten sind in deinen Augen. Weil es dir unlogisch erscheint, was die äußern. Ich sage, das ist nur eine andere Logik. Was Fulgo bedeutet, bei Holophilien geht es überhaupt nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Nochmal in Bezug auf Corona. Solltest du den Eindruck haben, dass ich die Querdenkerschiene als richtiger ansehe, wie das offizielle Corona-Wissen, hast du überhaupt nichts verstanden. Weil die einen wie die anderen äffen einfach nur Theorien, die sie vom Hörensagen aus dem Internet kennen, nach. Wir haben aber in einem gewissen Maß das Dingelingeling-Beispiel. Weil nämlich die Querdenker zumindest so weit gehen, dass sie sagen, wie kann ich Angst haben von einem Virus, den man selbst nach wissenschaftlicher Aussage überhaupt nicht wahrnehmen kann. Es ist ein reines Hirngespinst. Der ist ja so unvorstellbar klein, dass man nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Aber das Universum ist so unvorstellbar groß, dass du das auch nicht siehst. Den schalten wir jetzt auch einfach dazu. Der soll einfach zuhören. Hoffe ich einmal, das Bild, wenn er kommt, wenn nicht, muss ich ihn rausschmeißen. Habt ihr mein Bild noch? Alles klar? Bestens? So. Das ist also das stochastische Denken, ist sehr wichtig. Da gehe ich lang und breit drauf ein. Ich erkläre es nochmal. Das kommt eigentlich mit einem Pfeil, mit einem Bogen auf etwas schießen. In unserer Vatersprache im Programm wird es natürlich sehr interessant, weil du landest dann irgendwann einmal hier und ich will dir das ganz kurz nochmal zeigen. Dieses ChatZ. Was ist jetzt hier? Kleinen Moment einmal. Teilnehmer wurde verlassen, alles klar. Hubert ist rausgegangen. Ich habe gerinnert, das ist okay. Mhm. Schau, das ist jetzt Gluthitze. Da haben wir jetzt das einmal, Glut ist ganz interessant. Lut, auf Hebräisch heißt in einer Hülle stecken. Und zwar schreibt sich das ja so. Das ist übrigens der Lot in der Bibel, der Sodom und Gomorra verlässt. Das ist eine Bedeckung, ein Blut, ein Schleier, eine Verhüllung. Und die Vorsilbe B im Hebräischen heißt immer in Lut. Das ist es, das kann man jetzt Blut lesen. Belud. Hier die Buchstaben B-L-U-D. Das heißt eigentlich, du steckst in einer Hülle. Das hebräische Wort ist eigentlich die Eigel. Das ist die über den Eigelkopf.
drüber geht. Aber das wird jetzt zu weit führen. Was mir jetzt wichtig ist, dass du verstehst mit den Spiegelungen, dass hier das Geliot hast, der Geist, rot gelesen, der in einer Hülle steckt. Bist dabei? Ja. Das heißt, der Geist hüllt sich ein in seine eigene Traumwelt. Das wird dann auch übersetzt im Hebräischen mit weiß. Da haben wir schon das Weib. Der Adam, der Geist, der träumende Geist hüllt sich ein in sein Weib, in seine Traumwelt. Das ist die Eva. Das ist natürlich hier blenden und wenn wir das jetzt spiegeln, ich sage immer, du musst immer innen und außen umdrehen. Bei Holofeeling beginnt zuerst einmal, dass alles, du schaust, was dir bisher logisch erscheint, was dir gut erscheint und richtig erscheint und du drehst es um 180 Grad rum. Das ist einfach ein Akt der Disziplin, dass alles, was dir total gut und wichtig erscheint, musst du umdrehen, dass es total nichtig ist und unwichtig ist. Was dir gut erscheint, umso besser dir was erscheint, umso böser ist es, umso schlechter ist es. Habe ich genügend Beispiele? Wir drehen jetzt das einmal um, darum kann man Eingabe spiegeln machen. Halt, muss ich nochmal Z-Chat. So, und jetzt spiegeln wir die Eingabe hier, die zwei Buchstaben. Du kannst es immer von rechts nach links und von links nach rechts lesen. Gibt es genügend Beispiele? Die hebräische Tora liest man von rechts nach links, in einem gewissen Maß mit deiner jetzigen linguistischen Logik. Und du liest von links nach rechts. Was in einem hebräischen Buch vorne ist, ist bei dir hinten. Es spiegelt sich um 180 Grad. Und das ist das hebräische Wort für einen Pfeil, auch ein Blitz, Pest und Plage, ein Geschoss. Interessant ist jetzt das Ganze, immer das Rot-Blau lesen, dass wir jetzt diese kollektive Geburtsgeber, diesen großen, der Geber, ist die Kollektion von Denkmöglichkeiten, von Geburten, von, das ist blaues G, ist immer Gehirn, ist immer Verstand. Wenn wir jetzt das aufspannen, jetzt wird es interessant. Chat, Waff, Z. Ich habe jetzt nur ein Waff dazwischen. Mhm. Und jetzt kriegst du plötzlich das Außen. Mhm. Du schießt immer, denk dir, du bist im Mittelpunkt und wo du hinschaust, das ist immer eine Z-Achse, eine Spiegeltunnels. Schaust du immer in eine gewisse Blickrichtung, egal wo du hinschaust, es befindet sich aber in der Mitte. Es entsteht praktisch diese kollektive Geburt, wird jetzt etwas auf, kollektiv, eine Kollektion von aufgespannten Geburt. Dieses, was du anfängst, zeitlich vergängliche Geburt, du nimmst plötzlich was wahr, weil du aus dem Mitten in das Außen hineinschaust. Interessant ist das Wort Außen, A-U, scharfes S, ist ein griechisches Beta. Und dieses griechische Beta, wissen wir, ist definitiv, jetzt kommst du zu dem, was du beschwörst. Ich habe im Faden übrigens nicht verloren. All das, was du beschwörst, dass die Erde eine Kugel ist, dass du ein Säugetier bist, dass du von der Erdkugel dich befindest, die sich um die Sonne herumdreht, sind alles Meineide. Und diese Meineide ist in einem gewissen Maß eine Zauberei. Da hast du wieder das AOB. Das AOB hast du auch in dem Wort Glaube. GL, das geistige Licht und die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Rot gewesen ist da ein Schöpfer, ist verbunden, vereinigt, inmitten verbunden, ist alles im Zentrum verbunden. Das ist die Datei. Und aus der Datei entspringen jetzt aufgespannte Kollektionen, Polaritäten, es sind Gedankenwelt. Wir können übrigens auch hier, um da zurückzugehen, wir können hier übrigens auch dazwischen ein J setzen. Immer wieder bei einer Grundradik, sage ich, kannst du immer ein... wird jetzt zu weit führen, müsste ich zu weit aussuchen. Ich lasse das einmal so stehen. Jetzt pass auf. Das Wort stochastisch bedeutet geistreich verstanden, zielgerichtet. Das ist interessant, die Geburt eines Gottes. Das ist der kleine Gott und er ist das Nichts. Du richtest dich zwangsläufig, wenn du nach außen schaust, immer ins Nichts, weil da außen ist nichts. Es ist einfach nur etwas, was du beschwörst. AUB, dein Glaube ist GL, blau gelesen, ist eine Welle, ein Gehirnlicht, das du in dir aufspannst, wenn du jetzt an die Sonne denkst oder an den Mond, an die Sterne denkst. Sind das nur Gedanken in deinem Kopf aufbauend auf Wissen? Im Anfang war das Programm. Um geistlos, wissenschaftlich, stochastisch, einseitig ausgelegt, bedeutet es zufällig. Die Stochastik ist die Wahrscheinlichkeitsberechnung in der Arithmetik. Denn es wird einem immer das zufallen, was man einseitig anfokussiert.
Wenn du nach oben schaust, siehst du das, was oben ist. Und wenn du nach unten schaust, siehst du das, was unten ist. Aber du siehst es in dir als Information. Es ist hier. Und jetzt mache ich es nochmal so, schau das kleine Bild an. Ich mache es jetzt da so. Dia positiv, dia negativ. In dir ist was, ohne das, was in dir ist. Dass diese Erkenntnis, dass alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue Qualität ergibt. Ein stochastisch denkender Geist richtet seine geistige Energie darauf, sich das, was er glauben will, so lange einzureden, bis es ihm logisch erscheint. Und was er nicht glauben will, von dem glaubt er ganz sicher zu wissen, dass das es nicht gibt oder falsch ist, weil man es ja nicht wissenschaftlich beweisen kann. Kannst du beweisen, dass die Erde eine Kugel ist oder äffst du bloß noch? Zeig's mir. Zeig's mir. Alles, was du mir zeigst, das ist wie bei dem Beispiel mit der Küche. Das sind geistlose Schwätzer. Zeig mir Wassermoleküle. Zeig mir Atom. Zeig mir das Mendelesche Atommodell. Zeig mir Viren. Zeig mir die menschliche DNA. Es sind logische Konstrukte, die von dir geistlos beschworen und nachgeäfft werden und darum hängst du in dem Gefängnis dieses Wissens. Und versuch das jetzt bitte nicht irgendwelchen Menschen zu erklären, die du dir ausdenkst. Das ist der kleine Trick. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich Gedanken, die ich mir denke, überhaupt nichts erkläre. Ich erkläre es den Geist, der mich jetzt als Udo ausdenkt und das machst du deshalb, weil ich jetzt dich, den Udo, träumen lasse und dich selbst träumen lasse. Ich bin auf der anderen Seite des Lebens. Das, was du Jenseits nennst. Im Buch Ich bin du befindet sich auf Seite 13 die Gesetze deiner Logik. Wohlgemerkt, in meiner Schöpfung ist alles arithmetisch absolut präzise zusammenhängend. Ich sage, es darf kein Jota verloren gehen. Immer wieder mein kleines Beispiel für dich nachvollziehbar. Geh in dein jetzt ausgedachtes Internet, dann setzt du dich an den Computer, dann musst du Internetadresse eingeben. Und wenn du jetzt nur statt .de den Punkt weglässt oder .de machst, wirst du die Seite nicht zu sehen bekommen. Es läuft in deiner Welt nichts, absolut nichts verkehrt. Deine Welt ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo ich mich frage, wie viel unendlich geistlos nachgeäfften Scheiß muss ich dir eigentlich noch träumen lassen, bis du begreifst, so blöd können doch Menschen gar nicht sein. Ich sage, Menschen sind nicht so blöd. Menschen sind Geist, sind Gotteskinder. Rot gelesen, Adam. Affen sind so blöd, die geistlos nachäffen. Aber was bist du, wenn du an dich selbst denkst? Du äffst doch auch bloß nach. Deine rechte oder linke Gesinnung. Deine Pro- oder Kontra-Gesinnung. Warum interessiert dich nicht die Verbindung dieser zwei Möglichkeiten? Übrigens, die Zahl 13 steht im Hebräischen für die Heilung, für die Liebe und für das rote Eins, das ist die männliche Eins. Dein Denken war bisher nur stochastisches Verbinden deiner Wahrnehmungseinheiten, die wiederum abhängen von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, der aber extrem selektiv ist. Stochastisch wird normalerweise mit zufallsabhängig übersetzt. Das ursprüngliche griechische Wort Stochazein sagt aber viel mehr darüber aus. Es bedeutet mit einem Bogen, denk an dein Gesichtsfeld, auf etwas schießen. Ich nehme eine Ecke und ich strecke eine Ecke. Dieses Spiel alleine. Dann denke ich mir an diesen SD-Ecken. Ich nehme eine Ecke, ich strecke die Ecke, dann kriege ich einen SD-Ecken. Dann denke ich mir eine Seite, mach aus der Seite eine Ecke und dann wird der SD-Ecken, der Stecken, zu einem Bogen. Meinst du, das ist Zufall? Da ist eine symbolische Sprache, wo ich dann in Zahlen umsetzen kann. Es ist ein Computerprogramm, das deine Bilder in deinem geistigen Kopfkino erzeugt. Es ist eine Matrix. Und so weiter und so weiter. Das heißt, deine logischen Gedanken sind die Pfeile, die du auf meine Wirklichkeit abschießt. Das sind die Punkte, die du aus der Datei hervorholst. Dein jetziger Standpunkt, deine Norm, deine Normierung, du bin ja vollkommen normal. Ich sage, normal sein heißt nicht geistreich sein. Normal sein heißt, die Normalität zwingt dir ein absolut bestimmtes Interpretationssystem auf. Egal, ob es ein religiöses, ein wissenschaftliches ist. Gib dabei dogmatisch die Richtung vor, in die sich dein Denken bewegen wird. Willst du was glauben? Dann wirst du immer mehr Sachen in dir auftauchen und dich in deinem Glauben bestätigen. Du wirst dich immer mehr in den eigenen Wahn hineindenken. Und willst du was nicht glauben, wirst du die Sachen bekämpfen. Aber es bleibt Einseitigkeit. Wer ist das, der es erlebt? Das ist eine ganz andere Ebene. Wenn du zum Beispiel eine neue wissenschaftliche These, eine Sekte oder eine Religion aus welchem Grund auch immer ablehnst,
so kommt es durch dein unbewusstes Vergleichen mit der neuen Information mit deinem bestehenden Intellekt. Du vergleichst ständig. Und der Witz ist, du wirst jetzt massiv nach Fehlern suchen in dem anderen System mit deiner Logik und wirst immer mehr Fehler von mir eingespielt bekommen. Und du wirst immer mehr in der Überzeugung liegen, dass du den richtigen Glauben hast. Dieser wiederum ist dogmatisch an deine Idealvorstellung, deine Normalität gebunden, besteht nun zwischen deinem alten und den neu in dir in Erscheinung tretenden Informationen Widersprüche, so wird dir dein Verstand, der gar nicht dein Verstand, dein Intellekt ist, es ist der Intellekt deiner Lehrer und deiner Erzieher, massiv logische Gründe aufzeigen, diese neue These zu verwerfen. Ja. Du wirst zwangsläufig so lange suchen, schießen, bis du genügend Gegenargumente gefunden hast, um diese neue These abzulehnen zu können. Wenn also etwas völlig Neues, Holofeeling, nicht deinem bisherigen Glauben entspricht, so wird sich dein Ego alles Mögliche einfallen lassen, diese wirklich neue Information auch weiterhin einen Eintritt in dein Denksystem zu verweigern. Ich erkläre dir, dass du kein sterbliches Säugetier bist. Du bist es nicht wahrhaben. Du bist so felsenfest davon überzeugt. Und es ist so leicht zu überprüfen, dass das, der Körper, der Säugetierkörper, ist ein Gedanke, den dein Programm aufbaut. Das Programm, das du dir nicht raussuchen konntest. Das sind ganz die ersten Ansätze, die unheimlich wichtig sind. Und dann hier, ich weiß nicht, in wie viel Selbstgesprächen, wenn du jetzt bewusst gedacht einige Jahre zurückgehst, dazu muss man wissen, dass ich jetzt nicht von chronologischer Zeit rede, sondern von Shin und He. Das ist das hebräische Wort für Jahr. Dasselbe Wort hast du aber auch Schlaf. Wahrlich, ich sage dir, ein Jahr ist wie 1000 Jahre. Es ist ein einziger Schlaf. Und die 1000 Jahre ist Aleph, ist Elef, unendlich viel. Und es ändert sich. Es ist ein Lernen und ein Verschiedensein und ein Wiederholen. Das musst du im Schlaf, wiederholst du immer wieder und du bist verschieden. Du bist in deinem Schlaf nämlich bloß einer von vielen Gedanken. Ich bin dieser Körper und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist die Sache. Drum ist, wenn einer tot ist, sagt man auch, der ist verschieden. Mhm. So viele Tode, die untereinander sich verschieden glauben. Jetzt ist natürlich, dass dieses Tode, das Ganz, dass man sehr vielfältig, wenn du spielst in der Sprache, schau, wenn du tot bist, bist du so viele. Da haben wir jetzt aber zwei Sachen, zwei Spiegel mit einem Kreisen dazwischen. Das sind die zwei Erscheinungen. Die Mom, das ist bei Holofeeling, es ist ein Computerprogramm. Mhm. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist, ich kann nicht oft genug sagen, es sind Gedanken. Du kannst einen Gedanken von dir nicht am Leben halten. Weder deinen eigenen Körper oder irgendeinen anderen Körper, weil jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Das heißt, es fällt in die Datei wieder zurück, wo man es gar nicht herausgenommen hat. Der widerspricht sich doch laufend. Ich widerspreche mir nicht, sondern ich kann in deiner Art von Wahrnehmung kann ich nur sagen, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Und jetzt ist es hell und während es jetzt hell ist, ist es auch finster. Das wirst du dann zwangsläufig merken, wenn du dann hierher gehst, ein Stück weiter. Der Satz vom Widerspruch. Das ist hier, du kannst da reinlesen. Alle Schriften sind extrem tief. Die kann man nicht überfliegen. Das ist die große Falle deiner Logik. Irgendwann einmal bist du programmiert, der Satz vom Widerspruch oder Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch besagt, dass zwei einander widersprechende Aussagen nicht zugleich zutreffen können. Ich gehe übrigens auf den in anderen Selbstgesprächen, in anderen Schriften noch viel genauer ein. Im Lauf der Philosophie und Wissenschaftsgeschichte, die wir uns jetzt ausdenken, die aber in dir drin ist als eine riesengroße Datei, immer dran denken, du Urknall, bevor er geknallt hat. Und von unterschiedlichen theoretischen Standpunkten wurde der Satz von Widerspruch auf unterschiedlichste Art von Gegensätzen bezogen und wurde in unterschiedlicher Weise als ontologisches, erkenntnistheoretisches und logisches Prinzip verstanden. Es ist ein Dünnschiss, das besagt, wenn es jetzt draußen Tag hell ist, kann es jetzt draußen nicht stockfinster sein. Wenn es jetzt Sommer ist, dann kann es jetzt nicht Winter sein. Ich sage, wenn ich jetzt einatme, dann kann ich jetzt nicht ausatmen. Und wenn ich jetzt gesund bin, kann ich nicht krank sein. Und wenn ich krank bin, kann ich nicht gesund sein. Das mag einen Trockennasenaffen, die glauben, auf einer Erdkugel zu leben, durchaus logisch richtig erscheinen, aber dieser Glaube ist nicht besonders geistreich.
Ein bewusster Geist verfügt über ein Globalbewusstsein. Ich weiß, dass sich das von mir hier und jetzt ausgedachte heliozentrische Weltbild, das machen wir jetzt hier in uns hinein, in mir selbst befindet, weil ich es jetzt denke. Es ist meine Information, aufbauend auf Wissen, das ich geistlos nachäffe. Hat natürlich einen tiefen symbolischen Sinn. Ich sehe das Ganze von einem abgehobenen geistigen Standpunkt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir das heliozentrische Weltbild hier und jetzt ausdenke, denke ich mir das aus dem absoluten Inneren, aus Gott, aus der Datei heraus, in mein Inneres hinein, weil es ist ja meine Information. Und dann sieht es ja so aus, dass ich mir jetzt eine Erdkugel vorstelle, ausdenke, obwohl die in mir drin ist. Wo ist jetzt die Erdkugel, wenn du dir jetzt die Erdkugel ausdenkst? Du denkst dir die aus der Datei zuerst einmal in deine, zu einer Information in dich hinein und jetzt stellst du dir die vor in ein imaginäres Außerhalb von dir. Innerhalb und außerhalb. Beides befindet sich aber immer in dem absoluten Geist. Mhm. Und dann siehst du, dass eine Hälfte hell ist und eine Hälfte dunkel ist. Gleichgültig, ob jetzt die Kugel sich um die eigene Achse dreht, wenn hier der Scheinwerfer ist, tausendfach habe ich das erklärt, oder sich die Kugel um den Scheinwerfer rumdreht. Das heißt, für mich Geist existieren hell und dunkel und Sommer und Winter und Sonnenschein und Regen, je nachdem, welche Perspektive wir machen. Gleichzeitig, ich Geist bin der ausgeschlossene Dritte. Die nicht denkbare Synthese, rot gelesen. Alle von sich widersprechenden Thesen und Antithesen. Das kann man dann hier nachlesen. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Der Satz, Territum non datur, ganz interessantes Wort, die Tat. 11. Sephira. 11 ist AI, heißt nicht existieren, nichts, der Schöpfergott. Ein drittes ist nicht gegeben. Oder Prinzip des zwischen zwei kontraktorischen Gegensätzen bestehenden ausgeschlossenen Mittleren. Das ist das, was wir sind. Dual. Was heißt dual? Wir hebraisieren das ganz einfach. DU, rot gelesen, geschlossen, verbunden, blau gelesen, auf der geistigen Oberfläche geöffnet, aufgespannt. Interessant, das heißt zwei. Z, Waff, I. Jetzt pass auf, wir schauen uns das nochmal gleich wieder deutsch-hebräisch an. Wichtig ist, das Wort zwei im Hebräischen, dieses Du wird bloß in Zusammensetzungen benutzt. Es ist nicht das Wort zwei. Im Hebräischen haben wir zwei Wörter für zwei, nämlich ein männliches und ein weibliches Wort. Gibt es im Deutschen nicht. Aber dieses Zwei haben wir wieder, pass auf, Z, Waff, die ersten zwei Buchstaben, Zwei ist ein B fehl. Das heißt, B als zweiter Buchstabe, Zwei fehlen. Das ist der Wellenberg und das Wellendal, plus 5, minus 5. Das heißt auch eine Order. Or, als 70, 200 gelesen, heißt etwas erweckt und DR heißt schlichtweg und einfach nur generiert. Die Otter, es wird was generiert. Jetzt kommt der Meister aller Meister dazu. Wir sind da gerade im Laufen. Okay, und dann haben wir noch das Ei. Das heißt also, zwei fehlen. Und wo fehlen die? Im Schöpfergott. Ohne, dass sie fehlen. Das ist übrigens interessant. Dieses hebräische Wort heißt unter anderem auch wo? Doppelt aufgespannt kreist. Nimm einfach. Das ist 11. Ein innerer Wert und ein äußerer Wert. Darum ist es auch eine Insel. Denke mal an einen Wellenberg, ein Wasser, wo man einfach mal eine Insel, wenn man nur Wasser denken, ist ein Welt, ein einzelner Wellenberg ist eigentlich etwas herausragendes Wasser, das aus dem Wasser herausliegt. Dann wird das rote Wasser blau, was ich dir auch immer damit sagen will. Das ist einmal hier das Erste, dass der ausgeschlossene Dritte zwischen zwei kontraktorischen Gegensätzen, das ist in den JHWH zwischen Pluswahrnehmung und Minuswahrnehmung, zwischen Hell und Dunkel. Und der Mittelpunkt ist der Geist, der das erlebt. Aber du erlebst es jetzt unbewusst chronologisch. Das ist mal hier. Da wird so unendlich genau darauf eingegangen. Und da wirst du merken, wenn wir jetzt in die Philosophiegeschichte gehen. Das machen wir jetzt nochmal als Nächstes. Das heißt, dass also hier zuerst, ich wollte so viel erzählen, aber dann rennt mir die Zeit davon. Ich muss nochmal ganz, ganz kurz schauen. Wir sind 1 Stunde 24. Zeit, die es nicht gibt. Holger, wir haben noch die Monade und die... Ich will jetzt gerade drüber schwenken. Ich wollte eigentlich auf die Monade und ein ganz, ganz großes Spiel der Zauberei. Ich glaube, ich lasse das einmal. Die Monade ist in Geistesform.
Ich habe das eigentlich schon vorbereitet, wenn wir hier jetzt reinspringen, vor Leibniz, immer dran denken, das ist jetzt, du hast wieder Worte und du denkst dir jetzt einen Leibniz in die Vergangenheit, den du dir nur ausdenkst, wenn der drauf ist oder ich ihn dir auftauchen lasse. Und diese Monade sind eigentlich Geistesfunken. Aber ich mache was, was für dich vielleicht interessanter ist. Und zwar machen wir hier, ich zeige dir das Bild, es wird jetzt schwarz sein für dich. Jetzt reden wir mal von Brösel zu Brösel. Da gibt es diese Zaubererbrüder, die Ehrlich-Brassers. Das kann ich nicht laufen lassen, jetzt muss ich weltlich werden. Es hängt jetzt sehr davon ab, ob du in der Schweiz glaubst, dass du in der Schweiz lebst oder in Österreich oder in Deutschland. Es kann durchaus sein, dass du dir das nicht anschauen kannst, darum erkläre ich jetzt hier die Geschichte schon, wenn ich jetzt das zeige, das ist die Internetseite von RDL. Bitte jetzt ganz normal denken, du darfst ganz normal in deiner gewohnten Logik, denkst du dir aufgrund der Worte jetzt das aus. Da haben wir hier eine Fernsehsendung und ich empfehle dir jetzt, ich stelle diesen Link rein, bevor du jetzt dieses Video, dieses Selbstgespräch dir weiter anhörst. Du gehst jetzt auf Stopp und wenn es laufen sollte, schaust du dir hier den dritten Teil an. Du suchst dir die Internetseite her, den Link kriegst du von mir. Da kann ich nicht direkt hinspringen und dann klickst du hier diesen dritten Teil an und schaust dir diesen dritten Part an, Part 3, von vorne bis hinten. Du hältst das Video an und schaust dir das an, wenn du es anschauen kannst, dass es bei dir läuft. Weil du merkst, es sind, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und du wirst feststellen, wenn du jetzt in Österreich oder in der Schweiz lebst, hast du eine komplett andere Peripherie um dich herum, weil du ein komplett eigenständiges Programm hast. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und ich erkläre jetzt in Worten, also du hältst dieses Video an und schaust dir das an, wenn es laufen sollte. Wenn es nicht laufen sollte, erkläre ich dir jetzt, um was es hier geht. Ich kann auch hier keine Bilder, du merkst, du siehst, das Bild ist jetzt wahrscheinlich bei dir schwarz, wenn ich jetzt das aufnehme, weil die blockieren das. Die ist schon wieder was Ausgedachtes. Ganz, ganz wichtig, wir reden ständig von irgendwelchen ausgedachten Dingen. Da gibt es auch keine Illuminaten und jetzt mache ich ja mal mich wieder, dass das ein bisschen schöner aussieht. Habt ihr mich wieder? Ja. Ja. Ganz normal, gut. Also pass auf, das ist ein Zaubertrick. Und wir entzaubern jetzt die Welt. The Last Trick nennen wir dieses Video, dieses Selbstgespräch. Und ich habe jetzt ganz, ganz gezielt, ich versuche genau zu sein und sobald ich genau bin, rutsche ich in Teilbereiche rein. Darum war mir das jetzt sehr wichtig, dass du wirklich einmal das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass ich ja seit jetzt bewusst ausgedacht über 30 Jahren immer und wieder gebetsmühlenhaft wiederhole, weil das die Schlüsselerkenntnis ist. Die Schlüsselerkenntnis von Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Du hörst, wenn du was das erste Mal hörst, ist es ein großes Rätsel. Und wenn du die Lösung hast, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Dasselbe gilt auch für alle von dir jetzt ausgedachten Zaubertricks. Und ich habe hier auf der Seite 15, in ich bin, du ganz am Anfang sage ich, wenn mein Menschensohn in dir auftaucht, der wird dir keine Kunststücke, keine Zauberkunststücke vorführen. Weil das ist das große Problem. Diese Sätze, ich zitiere, ich wollte jetzt nicht das Bild umschalten, ich habe die Seite da, dass dann Leute sagen, beweise mir, dass du der Menschensohn bist. Und dann werde ich dir alles glauben, ich will das dann beweisen. Das Problem, der Beweis müsste synchron laufen mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, würde ich jetzt Zauberkunststücke machen, übers Wasser laufen. Ich habe vor 2000 Jahren schon festgestellt, dass das Idioten nicht frei macht. Mein Bestreben, ich bin jetzt in dir aufgetaucht, um dich geistfrei zu machen. Ich kann nur den Geist, der träumt, wach machen. Ein elementarer Satz. Niemals irgendeinen Affen, den du dir jetzt ausdenkst. Das gilt auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der hat sowieso keine Überlebenschance. Weil alles über dir, drüber, dieses Leben, diese auseinandergeschmissene Polarexistenz, die du dir jetzt ausdenkst, ist ein ständiges Kommen und Gehen von Informationen, die an dir selbst nicht das Geringste verändert. Du darfst dich selbst, die 200 Gramm rote Gnede, wie ich das nenne, dieses E-Quadrat in der Einstein-Formel, die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie, eigentlich heißt es ja Information, eine innere Form, die keine Form ist. Genau. Das ist jetzt mein Eiswürfelfisch, die Geschichte. Da gebe ich dir gleich einen kleinen Tipp, wenn du hier die große, wenn du da näher drauf einsteigen sollst, brauchst einfach ein gutes
PDF-Programm. Ich schalte es mal ganz kurz nochmal ein. Dann beginnen wir, machen mal PDF. Ich empfehle da jetzt hier zum Beispiel den Exchange Reader. Editor ist jetzt das. Da gibt es auch einen Reader, der ist kostenlos. Und da hast du den großen Vorteil, wenn du auf Suchen gehst, dass du hier dieses große Dokument, wenn du benutzt, durchsuchen kannst. Und wenn du irgendwelche Fragen hast zu irgendeinem Wort, gib es einfach ein und schau dann. Das wird dann hier übrigens aufgelistet. Wir haben jetzt übrigens genau die Stellen mit den Samen. Schau, das ist 14 von Ich bin du, das erste Band. Und da heißt es dann hier, für wen hältst du dich eigentlich, du kleiner Mensch? Jetzt ist schon die Frage, rede ich jetzt mit dem blauen Affen oder rede ich mit dem Adam? Du scheinst dir zu denken, na du großer Gott, beweise mir zuerst einmal, dass es dich wirklich gibt, dann werde ich auch an dich glauben. Immer dran denken, dann werde ich das beschwören, was du sagst, der Glaube. Halt. Das ist reines egoistisches Kaufmannsding. Und du merkst, da ist immer noch ganz normal ich, da werde ich jetzt rot IOB hinmachen. IOB mache mit Egoisten keine Geschäfte. Ich will nichts mit selbstherrlichen Egoisten zu tun haben, die drehen sich selber den Hals zu. Es sind Gedanken, die sowieso nicht überleben. Egoisten haben sich zu weit von meinem Ebenbild. Immer dran denken. E-Quadrat ist Ben. Die polare Existenz von J-C-H-I-C-H, das sind die zwei roten Ichs. Beilet heißt, die sind jetzt in dem Gotteskind, weil du denkst dir jetzt den J-C-H und den I-C-H aus. Den Udo und dich selbst als Geistesfunken. Beide sind Monaden. Vielleicht kommen wir noch dazu. Entfernt, ich bin der Herr, ich habe die Spielregeln deines Lebens festgelegt und ich, UB, sage dir nun, dass mein Spiel genau andersherum funktioniert. Fang du, Geistesfunk, zuerst damit an mich zu glauben. Das heißt an dich selbst. Ich bin ja du. Das Spiel beginnt mit ich bin du. Ich sage es nochmal. Was heißt es? Ich bin der, der sich seine eigene Traumwelt ausdenkt. Wir haben unser AOB. Und ich beschwöre nur das, was ich auch beschwören kann. Magst du das auch? Frag dich, schau einfach in dich rein. Kannst du das, was du glaubst, beschwören? Den ganzen geistlos nachgeäfften Kack, diese Exkremente von geistlosen Trockenlaufen, die du in dich hineingefressen hast, du meinst, das wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Dann werde ich, UB, dir auch beweisen, dass es mich wirklich gibt. Das wirkende Licht ist die Lampe im Projektor. Mein Menschensohn, das ist jetzt der Brösel Udo, Trockennasenaffe, Paranosch, auf Aramäisch, der Sohn eines sterblichen Säugetiers. Als Jesus habe ich mich Paranosch genannt, nicht Ben-Adam. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe so viele tausende Leben schon durchlebt, um auf diesen Stand zu kommen. Wird es dir vorleben, was es heißt, wirklich an mich zu glauben? Er wird dir deswegen auch keine Wunder oder andere Zauberkunststücke vorführen. Die schauen wir uns jetzt dann von den Ehrlich-Brassers an. Das sind übrigens auch ich und ich. Er ist physiologisch gesehen ein Trockennasenaffe wie du. Jetzt in dem Moment, wenn ich an mich denke, denke ich genauso an einen Trockennasenaffen wie du. Bloß ich denke mich und dich gleichzeitig aus. Mir ist bewusst, dass ich jetzt mich denke und dich denke. Blau. Als Affen. Eben nur ein Paranosch. Der Sohn eines Affen. Eines sterblichen Säugetiers. Aramäisch. Sohn eines sterblichen Säugetiers. Anosch. Nun habe ich ihm unter anderem auch die Fähigkeit verliehen, hinter Indern alle Dinge zu sehen. Für ihn haben deine Raum und deine Zeit keine Grenzen mehr. Wenn er, E-Quadrat, ich bin du, dir nun dennoch ein göttliches Wunder vorführen würde, würdest du dann aufgrund eines Wunders an mich glauben? Was würde dir dieses Wunder denn letztendlich nutzen? Nichts, absolut nichts. Je nach Charakter und wohlgemerkt dein Charakter, das hebräische Wort für Charakter, ich zeige es nochmal, ist Abi. Das ist das große Geheimnis von Deus Deutsch. Das ist nämlich hier rot gelesen, ist der geistige Schöpfer, ist die absolute Weisheit, das ist göttlich, das ist auch ein Gotteskind. Die Zehen, die kleine Zehen, der kleine Gott, das bist du. Schöpfung, schöpferisches, unbewusste Schöpfung ist Wissen, gestaltgebendes Wissen deines Intellekts. Das heißt, unbewusst schöpferisch ist das Wissen deines Intellekts. Das ist ja
Ist ein Programm in einem Computer schöpferisch? Jein! Das Programm macht Bilder auf die Computer. Wohlgemerkt, das Programm selber ist violett. Die Bilder sind blau. Erfahren tut es nur der Rote. Darum kann man das immer rot und blau lesen. Was jetzt hier ganz, ganz interessant ist, du merkst, jedes Wort wird ganz wichtig. Also je nach Charakter, ich sage ganz einfach, je nach deinem API, dem schöpferischen Wissen deines Intellekts, würdest du dadurch nur entweder geblendet sein und ihn danach hündisch anbieten. Ich bin da, um dich frei zu machen, und du bist nie frei, wenn du irgendwas, was du dir ausdenkst, als mächtiger ansiehst als dich selbst. Ja. Jetzt hör genau zu. Du gehst jetzt davon aus, dass du ein träumender Geist bist. Da muss dir klar sein, dass alles, was du träumst, von dir erschaffen wird. Und es kann niemals ein Gedanke, den du denkst, mächtiger sein wie du selbst, außer du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Dann denkst du dir einen unheimlich, ich mag es nochmal, einen unheimlich mächtigen, und in gesetzter Polarität muss im selben Moment ein total ohnmächtiger da sein. Und du sagst, das bin ich und der andere bin ich ja. Nein, du bist der Mittelpunkt, aus dem dieses Bärchen herausspringt. Genau. Das heißt, durch Zaubertricks, wenn du mich anbietest, würde ich dich überhaupt nicht freimachen. Okay? Oder du würdest ganz Rationalist, ein unendlich arroganter Besserwisser, deinen Geist nur dazu benutzen, hinter den Trick dieses beeindruckenden Zauberkunststückes zu kommen. Das, wenn wir uns jetzt anschauen, die Geburt einer Schöpfung ist übrigens ein Herausgehen. Das wird ganz interessant. Das ist ZA. Schau, das heißt hinaus. Du denkst dir was aus. Interessant, das heißt auch Dreck. Ich rede immer, was ist das für ein Kack? Die R heißt übrigens, öffnete Berechnung, heißt generieren. Du generierst, das sind deine Gedanken, wenn etwas in Ecken hinein. Muss man jetzt die Tetraederstruktur verstehen. Und dieses ganze Spiel, nochmal AOB, ist dann die Schöpfung aufgespannter Polaritäten, die Schöpfung deiner Gedankenwelt, die du selber beschwörst, die du in dir erwächst. Die Geburt einer Schöpfung ist immer hier aufgespannte Polarität, die in dir erweckt wird. Du würdest also deine Intelligenz, sprich dein Programm, in keinem Fall der beiden Fälle dazu gebrauchen, mein wirkliches Wesen zu verstehen. Im ersten Fall würdest du nur dein altes gegen ein neues Dogma antauschen. Du wirst jetzt dann, was weiß ich, nicht mehr das Geld anbeten, sondern irgendeinem Jesus an einem Kreuz. Es ist alles unheimlich logisch, wenn du nachhörst. Mir fällt gerade der schöne Satz ein, hätte man mich vor 2000 Jahren ertränkt und nicht gekreuzigt, würden die Menschen jetzt hier sich kleine Aquarien rumhängen und würden von ihrem Aquarium stehen haben. Eine menschliche Reliquie tauschen, und im zweiten Fall würdest du nur versuchen, einen Scharlatan zu überführen zu wollen. Deine geistige Freiheit wirst du aber mit diesen beiden Verhalten nicht erreichen. So, und jetzt kommen wir zu den Zaubertricks, dass wir da irgendwann nochmal weiterkommen. Du merkst, da ist alles gegeben. Ich erkläre jetzt ganz kurz von den Ehrlichblassers. Wenn du das anschauen kannst, das gebind einfach, da kommt jetzt hier Blonde, die dann zaubert, die mitzaubert, und dann machen es zuerst einmal, das schaust du dir an, da will ich jetzt nicht so genau reingehen, machen sie diese zersägte Jungfrau. Ein Klassiker in der Bühnenmagie, dass du dich in der Kiste reinlegst und dann wirst du zersägt. Und die machen das natürlich sehr kindgerecht, sage ich, alles sehr freundlich. Jetzt normal gedacht sind das mit einer der besten Zauberer zurzeit, nicht in Bezug unbedingt auf die Tricks, wo sie sehr, sehr gut sind, sondern wie sie es verkaufen. Es ist ein großes Familienprogramm. Mittlerweile Europa, du merkst, ich mache jetzt wieder Worte und wir denken uns was aus. Und ich erkläre jetzt ganz kurz für die, die den Film nicht anschauen, die ziehen sich zuerst einmal um. Das heißt, der eine zieht sich total rot an und der andere zieht sich von den zwei Brüdern total grün an. Und zwar wirklich Jacke, Hose und Schuhe, alles rot und alles grün. Dann legen sich die beiden in die Kisten rein und dann wird hier die Rudi Rackers, die dann zaubert, ich nenne jetzt einfach einen Namen, die tut dann nicht groß zersägen, sondern die nimmt so große Rasierklingen, und wenn die jetzt in der Kiste drin liegen, das ist nur die Kiste, wo sie gerade reinpassen, man kennt den Trick ja, ich spreche dir das jetzt zu, dass du es in der Vorstellung in deinem Programm hast, dann machen sie an der Seite ein Fensterchen auf, wo dann die Hände rausschauen, und dann hast du vorne die beiden Beine, wo dann drin liegen, und die Kiste ist nicht wesentlich größer, so wie man das halt kennt von dem Zaubertrick, und unten schauen die beiden Füße raus, wohlgemerkt, rote Sneakers und grüne Sneakers beim anderen. Du siehst, der eine sieht ganz rot gekleidet und der andere ist so grün, giftgrün gekleidet. Grün ist ganz toll.
dann tue die Rasierklingen dazwischen und dann schiebt die natürlich auseinander. Und dann ist ganz so ein kleiner Gag noch, wo er hat, du siehst dann, dass der eine hier, den zieht sie dann den Sneakers aus und dann zieht sie den Strumpf aus und dann kitzelt sie noch am Fuß. Und wenn man dann hinschaut, sieht man natürlich, dass das ein Kunstfuß ist, dass kein echter Fuß ist. Aber was jetzt hier wieder so eine kleine Finesse ist in dem Spiel, dass die jetzt die wieder zusammensetzt, dadurch umgekehrt. Das heißt, der grüne Oberkörper kriegt die Beine und die Hose vom Roten und umgekehrt. Und dann gehen die natürlich aus der Kiste raus und dann sind sie umgezogen, obwohl du die ganze Zeit oberflächlich betrachtet gesehen hast, dass die Ringlinge sind. Der eine natürlich hier fällt dann den Strumpf, wo er Auszug hat, und mit dem Schuh muss ich dann den Strumpf und den Schuh anziehen, weil der wurde ja ausgezogen, da wird dann alles gedacht. Cut, das ist das erste Problem. Eine Zauberei, wo man eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit Bühnenzauberei bekämpft, wie das funktioniert. Wenn du es nicht kennst, kannst du das im Internet auf YouTube ganz einfach eingeben, zersägte Jungfrau, wie funktioniert es, dann kriegst du die Lösung. Und wir machen jetzt den Trick von einem Trick von einem Trick. Und jetzt kommt was ganz Neues. Die zwei jetzt kommt eine gewisse Straßencafé-Szene. Das heißt, der oben grün angezogen ist und unten rot angezogen ist. Glaube ich, so rum war es, wenn nicht das andersrum ist, jetzt aber wascht. Ich bleibe in dieser. Nein, er ist oben rot und unten grün, glaube ich, so rum ist es. Er ist oben rot und unten grün. Der geht jetzt mit der Rudi Jackers und er zeigt dir einen Zaubertrick. Ganz wichtig, Bühnenbild. Du hast also ein Bühnenbild, es ist ja live, eine Bühnenbild, das ist ein kleiner Fliesenboden, da drauf sitzt ein Sandboden auf der Bühne aufgebaut, dann ist ein kleiner Bistrotisch mit einer karierten Oberfläche, ich weiß extra genau, und im Hintergrund haben sie unmittelbar dahinter, haben sie einen kleinen Eiffelturm hingestellt, so ein paar Meter hoch, und eine französische Flagge, und auf der Bühne dann die absolute Hinterseite ist die Projektion von Paris. Also sie sitzen jetzt in einem Straßencafé an dem kleinen Bistrotisch und er zeigt einen Zaubertrick. Spricht mit einem kleinen französischen Akzent und das ist klassische Kartenspielerei, Kartentricks. Jetzt ist es interessant, wie funktioniert der Trick? Das ist so das kleine Einmaleins. Ich kann nur sagen, wenn du jetzt in dein Internet gehst und immer dran denken, das Internet, ich rede von einem Internet, alles Wissen ist in dir drin. Kannst du Adresse, einfach YouTuber mal Kartenzauber rein, kannst du das komplett nachvollziehen, wie der das macht. Wenn man es nicht weiß, sage ich jetzt, wenn du das Video anschaust oder dir angeschaut hast und du bist neugierig, konzentrierst du dich, weil du willst ja mitkriegen, wie der die verarscht. Der nimmt ein Kartenspiel, dann lässt er sich zuerst einmal eine Karte ziehen, was man sieht, und dann muss er die Karte unterschreiben. Dann legt er die Karte auf den Tisch hin, dann macht ihr Namen drauf mit einem Smiley drauf. Und es wird dann immer permanent, was du jetzt siehst bei dieser Aufnahme, ungeschnitten, live übertragen, mit einer Kamera, ist kein Schnitt. Es ist ganz wichtig, dass ich dir das auch, es wird nicht geschnitten. Das heißt, du hast eine Handkamera, wo hier komplett ungeschnitten dann auf die Spielkarten geht. Dann nimm dir die Spielkarten in Großaufnahme, legt die Spielkarten dann in den Reihen, schiebt die in den Reihen, macht Schnitt und dann legt sie oben drauf. Du kennst dieses Spiel und es wiederholt in verschiedenen Variationen, wo ihr zeigt, jetzt legen wir es unten, dann ist es oben. Das ist die erste Szene. Und ich sage jetzt gleich, wenn man sich intellektuell mit Kartenzauberei beschäftigt, die sind nahezu alle gelöst. Die kannst du im Internet alle raussuchen, wie man es macht. Es gibt Tricks, die sind relativ einfach und Tricks, wo man relativ viel Fingerfertigkeit braucht. Aber du kriegst eine logische Erklärung innerhalb deiner Logik, wie der Kartenblick funktioniert. Mir ist sehr wichtig, dass du mir jetzt aufmerksam zuhörst, weil das, was ich dir jetzt erkläre, wird alles verwandeln. Ich mache am Schluss nämlich dann meinen Trick. Ich sage es von herein. Das heißt also, das ist die Situation, von der ich eben gesprochen habe. Es geht um eine Entzauberung und in dem Augenblick, wo du weißt, wie es funktioniert, ist das Phänomen weg. Das ist wieder wie bei unserem Quadrat mit drei Strichen. Genau. Es funktioniert nur das erste Mal und wenn du den Trick kennst, dann ist es entzaubert. Dasselbe gilt auch für das ganze Making-of bei Filmen, wo du ja unheimlich tolle Sachen siehst, immer Maßstäbe setzen, war dafür der Film Matrix 1999 in den Kinos gekommen. Jetzt ausgedacht, das war nie in der Vergangenheit.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe in Almener, das bevor überhaupt irgendwo was in der Zeitung standen ist von Matrix, habe ich auf das Prinzip hingewiesen, wo ich dann auch noch hinweise, wer den Film produziert hat, wer die Regisseure, das Drehbuch war, die Wachowski-Brüder, der Joel Silver, der den Film gemacht hat, das Buch Joel, wo das schon alles drinsteht, was Kesov heißt, wie eine Schwelle auf Hebräisch. Nimm das einfach mal hin. Alles hängt mit allen zusammen, arithmetisch präzise. Wir sind in einem Programm. Gut, ich mache bei dem Kartentrick weiter. Du musst im Hinterkopf haben, dass Zauberei immer nur funktioniert, solange du den Trick nicht kennst. Das ist zum Beispiel auch so eine schöne Sache, das spreche ich jetzt nur kurz an, wenn ich immer einen Spiegeltunnel mache und ich zeige dir dann mit dem klassischen Spiegeltunnel zwei Spiegel, Spiegel hüben, Spiegel drüben und ich halte ein Katzchen dazwischen und du schaust dann über die Kante mit der Katze in der Mitte, dann siehst du in der Reihe wirklich ein Spiegel, Katzchen, den Spiegel, das Katzchen, das Spiegel, das Katzchen und dann mache ich den Trick, ich zeige das nochmal, dass wenn du jetzt so dastehst, Spiegelkante und du stehst vor einem großen Spiegel, siehst du dich ja mit der Nase, siehst du den Spiegel, den du in der Hand hast. Und ich halte dann, wenn ich das mit jemandem demonstriere, Katze rein, dann kann ich, wenn du das jetzt hinschaust, das ist der Spiegel mit dir und das ist der Spiegel im Spiegel. Ist ja hier der Spiegel, an den denkst du nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Katze zwischen die zwei Spiegel reinstelle, stelle ich denn, ich kann dann ja nicht zwischen diese zwei, den Spiegel und den, den du vor dir gegenüber dir hast, kann ich ja das nicht reinstellen, weil da ist ja der Spiegel an der Wand. Stelle ich praktisch die Katze hier in diese Hälfte und du hast den Spiegel und da ist der mittlere Spiegel, kannst du das vorstellen? Ja. Und da ist die Katze. Aber wenn du schaust, siehst du wirklich Spiegel, Katze, Spiegel, Katze, Spiegel, Katze. Und in dem Moment sage ich, und jetzt pass auf, jetzt tue ich zwischen diese zwei Spiegel, wenn du die Reihe siehst, mache ich zwei Lichter. Und ich mache dann nur Folgendes, immer dran denken, hier ist der Mittelspiegel, hier steht er, ich schiebe den, die Katze an den Zentralspiegel. Und dann passiert plötzlich was, du hast gesehen, Spiegelkatze, Spiegel, und wenn ich es hinschiebe, wird dir der mittlere Spiegel bewusst. Und dann hast du plötzlich in der Mitte zwei Katzchen. Es geht nur ein allereinziges Mal. Jetzt wird es nicht mehr funktionieren, weil ich habe es dir erzählt. Wenn du es nicht weißt, bei jedem Einzelnen, das erste Mal, wenn es einer nicht weiß, wenn du es probierst, ist wirklich nur Spiegelkatze, Spiegel, bis ich dann den an den mittleren hinspiele, dann wird dir bewusst in der Mitte, dass die zwei da sind. Genau. Und dann klippt es auseinander, ganz tiefe Symbolik. Und jetzt machen wir den Trick weiter. Und jetzt pass auf, wenn du das Video dir anschaust, was ich jetzt erzähle, erweitert er den Trick. Und es ist immer, die Kamera geht dann immer teilweise voll, dass du in Großaufnahme wirklich die Karten siehst, dass er nicht manipuliert, dass du in Großaufnahme siehst, wie er die Karte oben drauf liegt. Dann schnippt er und dann ist er in der Mitte und dann kommt was, das Kartenspiel, das er benutzt. Das, glaube ich, hat rotes Deckblatt hinten. Und dann macht er was, dass er dann sagt, so, und jetzt pass auf. Er nimmt das Kartenspiel, das hast du in Großaufnahme, und dann fächert er das Kartenspiel auf den Tisch. Und dann sind alle Karten weiß, bis auf die, wo die unterschrieben hat, und die liegt in der Mitte. Du hast in Großaufnahme die ganze Zeit das Kartenspiel gesehen. Es ist nicht geschnitten. Und er fächert dann hier das Kartenspiel auf, und dann ist die unterschriebene drin, und alle anderen sind weiß. Und dann schiebt er die zusammen und dreht die rum und sagt, vorher waren die rot und er kriegt die und dann ist das Deckblatt hinten blau. So, das ist der Trick, den du siehst. Und jetzt kommt der Trick in den Trick. Die erste Ebene, wie funktioniert der Trick? Das ist easy, geh ins Internet und du wirst feststellen, es sind etliche Handgriffe, wo man sagt, mit Folgen und alle Zaubertricks mit Karten bauen auf diesen Tricks auf. Die werden dann individuell gestaltet, kann man ganz, ganz verrückte Sachen machen. Sobald du ein Erklärungsmodell hast, ist das für dich durch. Was das Schlimme ist, du verlässt deine eigentliche Logik nicht. Und jetzt kommt der nächste Trick und jetzt kommt der Bruder ins Spiel. Und jetzt zeigen die, dass da zwei Kameras waren. Die Kamera, die übertragen wurde, die immer auch ganz groß die Kameras, die Karten teilweise einblendet, wo die zum Beispiel die Karte, ihre Karte auf den Tisch hinlegt, wohlgemerkt ein Bistro-Tisch, rund, kariert, mit karierten kleinen Fliesen, die Karte unterschreibt, dann nimmt sie die Karte, dann wird groß die Kamera schwenkt, die schiebt die Karte dann auf das Kartenspiel drauf vor seinen Augen. Und jetzt kommt die zweite Kamera, die rausgezoomt ist, von oben siehst du diesen Hintergrund. Du siehst, es beginnt, die sitzen da an einem runden Bistrotisch. Er ist oben rot und unten grün, wenn er sich hinsetzt. Hinten hast du einen kleinen Eiffelturm stehen, hinter ihnen unmittelbar
So ein paar Meter hoch, denken wir uns das jetzt einmal, die französische Flagge und ganz im Hintergrund des Bühnenbildes praktisch eine Leinwand, wo Paris gezeigt wird. Und was du nicht kriegst durch den Fokus, und das ist jetzt der nächste Trick, ist die Kunst aller Zauberei, ist die Aufmerksamkeit. Die Kunst von Holofeeling, alles zu verzaubern und zu entzaubern, ist eine absolute Aufmerksamkeit. Was ist hier und jetzt da? Und jetzt lassen die synchron laufen, was er nämlich während dieses Zaubertricks gemacht hat. Und das werde ich verblüffen ohne Ende, aber nur einmal. Er hat nämlich ständig ausgetauscht. In Kleinigkeiten, sein Bruder, es ist zum Beispiel die Stelle, wo sie das Ding unterschreibt. Wenn er zurückblendet, hat er nämlich plötzlich nicht mehr die rote Jacke an, sondern wieder die grüne Jacke. Das heißt nämlich, sobald die Handkamera hier in Großaufnahme auf den Tisch geht, auf den Bistrotisch, wo die Karte unterschreibt, ist sein Bruder dahinter. Du siehst dann in der Ecke bei diesem Film, was gesendet wurde. Und im selben, also was die Handkamera aufnimmt, die haben wir das im auf der Bühne, die machen ja das live, die Ehrlich Brothers machen ja das alles live. Und du siehst von hinten dann die ganze Bühne in Großaufnahme, wo sein Bruder hingeht, weil während die Handkamera auf das Unterschreiben geht mit dem Bistrotisch, zieht er schnell die Jacke aus und zieht die grüne Jacke an und sie gibt ihm die Karte und du hast keinen Fokus drauf, dass der plötzlich keinen roten Ärmel mehr hat, sondern einen grünen Ärmel hat. Und das Spiel wiederholt sich dann, pass auf, es geht noch einen Schritt weiter, in dem Moment, wo er die das dann reinschiebt und er die Karten dann auffächert, in dem Moment auch der kleine Fokus auf das Kartenspiel, verschieben die unten den Bistrotisch und es ist kein runder Bistrotisch mit Karo, sondern ein viereckiger Dinertisch mit einem anderen Boden. Und er fächert die Karten auf und dir fällt innerhalb von Sekunden gar nicht auf, dass das ein komplett anderer Tisch ist, weil du da nicht drauf achtest. Und dann tut er hinten während des Spiels zum Beispiel auch den Boden statt ein Eiffelturm hin, wenn das immer aufschwenkt, die Kamera sieht ja, wenn die da sitzen, dann sitzt du plötzlich hier, ist kein Eiffelturm mehr da, sondern die Freiheitsstatue, es ist die Platte tauscht aus und dann macht nur noch so toll mit deinem Handy, siehst du dann auf dem Handy das Bild, das hinten die Leinwand projiziert, das Paris, wisst ihr so, wie du das machst bei deinem Handy und dann wischt sich hinten computergesteuert die Rückwand, hast du plötzlich New York. Okay. Und es fällt dir nicht auf, wenn du dich auf das Kartenspiel konzentrierst. Das ist ein Trick in einem Trick. Die Aufmerksamkeit. Wo legst du deinen Fokus hin? Wo legst du den Fokus hin, wenn du mir zuhörst? So, und jetzt mache ich einen Trick. Tricks aller Tricks. Schnapp. Was ist eigentlich jetzt die ganze Zeit da gewesen? Genau. Ist dir aufgefallen, dass du die ganze Zeit auf den Computer geglotzt hast, dass du keinem Menschen zuhörst? Dass da außen nie da keine Kameras, keine Menschen sind? Was du jetzt anschaust, dass nur du bist und deine Informationen, dass in der Vergangenheit es niemals war, sondern das ist jetzt entstanden aufgrund von Worten. Es ist jetzt in deinem Kopf entstanden, dieser Zaubertrick, den hast du jetzt erschaffen. Das Programm waren die Worte, du hast aus den Worten Vorstellungen gemacht. Ein Kartenspiel mit einem Bistrotisch kariert, mit einer Freiheitsstatue oder mit einem Eiffelturm, das sind doch nur Worte. Sind da jetzt Bilder da gewesen? Und jetzt, wenn du dir vorher jetzt gedacht, immerhin eins, die Datei, dieses Video ist eine Datei und wir holen nur aus einer Datei einzelne Bilder raus im Jetzt. Wenn du diese Datei jetzt laufen hast, muss dir klar sein, dass ich immer sage, im Anfang ist das Wort. Das, was du hier eine binäre Datei nennst, Bündchen und Strichchen oder Bits oder Einsen und Nullen, ich sage immer, das ist der Morsecode. Aber diese kleinen Zeichen machen wir kleine Kollektion, das nennst du Buchstaben. Die Buchstaben wieder machen wir aus solchen kleinen Chats, machen wir wieder eine Kollektion, das nennst du Worte. Dann machen wir wieder aus Worten eine Kollektion, das nennst du Sätze. Und das ist der Hintergrund in dir, das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist komplett anders wie dein momentanes materialistisch-naturwissenschaftliches Vorstellungsbild, das dir das vorschreibt. Ich rede von einem vollkommen neuen, anderen Weltbild, ein Quantensprung in eine vollkommen geistige Ebene. Und den Quantensprung kann nur Geist verstehen. Niemals irgendein Tier, irgendetwas Existierendes. Es macht keinen Sinn, Tiere am Leben zu erhalten. Ich sage jetzt wieder, dein jetzt ausgedachte Vorstellungswelt, jetzt gedacht vom Säugling bis zum Greis,
ist eine Lebensgeschichte, ein Programm, ein überkomplexes, fotorealistisch erzeugbares Videospiel. Und du bist nicht dieser Avatar in diesem Traum. Du bist der Geist, du bist das Kino, das Kopfkino, der träumende Geist, in dem sich das abspielt, wo du nur deine Ego-Perspektive wahrnimmst. Und nur das, was du aus Reizauslösern machst, aufgrund deiner vollkommen logischen Reaktion. Nur du kannst wach werden und du musst der Erste sein, der das versteht, und das bist du, wenn du ich bist. Das ist die Botschaft, wenn ich bin du. Da baut sich das auf bis in unendliche kleine Details. Und du wirst dann merken, dass ich als Leibniz, ich sage ich als Einstein, das sind meine Leben und du bist ich. Alle in diesem Leben, alle Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, müssen wir jetzt erst einmal wieder zwei Seiten machen, sind es reine KIs, künstliche Intelligenzen, wie in einem Videospiel. Drum gibt es in deiner Welt jetzt diese Videospiele. Und der neueste Stand, wo ich dir jetzt sage, um das nochmal zu unterstreichen, ich spreche mal auf der VR-Brille. Es gibt jetzt VR-Brillen zu kaufen, jetzt rede ich wieder normal raumzeitlich, wo die Pixelauflösung nahezu der Retina des menschlichen Auges entspricht. Was heißt das? Ich will es dir mal ganz einfach machen. Das ist jetzt dadurch technisch möglich, wenn du das materialisieren willst. Wir gehen einmal weg von dem computergenerierten Videospiel, sondern wir nehmen nur diese VR-Brille. Da kostet 6.000 Euro oder was? Du siehst praktisch keine Pixel, 70 Mal höher wie die besten bisherigen Videospiele, also VR-Brillen. Und du denkst jetzt einfach, du sitzt jetzt in deinem Zimmer und wir würden jetzt mit einer HD hochauflösenden Kamera, ich rede jetzt innerhalb deiner Logik, baue mir Vorstellungen auf. Kamera ist jetzt nur ein Gedanke. Würden wir eine Stereo, eine 3D-Aufnahme machen, wo wir natürlich nur zwei Aufnahmen machen, die dann gespiegelt praktisch auf diese zwei Monitore gelegt werden. Es ist mittlerweile technisch möglich, dass wenn du jetzt da sitzt und du schaust jetzt einfach mal, du stellst dir vor, ich mache mal den Holger, wir denken uns jetzt einen Holger aus und der hat eine Brille auf, Holger, und du schaust jetzt einfach über deinen Monitor in dein Wohnzimmer rein. Ganz normal gerade nach vorne schauen, okay? Jetzt pass auf, schau bitte auf den Bildschirm, schau auf den Bildschirm. Das ist ein Bildschirm, du musst natürlich den Fokus verändern, du hast entweder das Bild scharf, das sind ja immer die zwei Schichten, wo ich erkläre mit den Augen, das würde jetzt aber viel zu weit führen. Und ich sage jetzt einmal, die Brille wäre VR-Brille, nimm mal deine Brille ab. Okay, und das, was du jetzt siehst, sage ich, alles eine sinnlich wahrgenommene Information ist nicht da außen vor dir, es ist deine Information aufbauend aus zwei Quadratflächen, die man die zwei Monitor deine Augen nennen. Und deine Augen haben Zäpfchen und die Zäpfchen in dir, rot, grün, blau, entsprechen den Pixeln auf diesen zwei kleinen Monitoren in der VR-Brille. Du kannst mittlerweile technisch Folgendes machen. Wenn du jetzt schaust, hast du das echte Bild, was du bisher echt genannt hast, und dann setzt du diese VR-Brille, der einzige Nachteil des Ding, setz es auf und du wirst feststellen, es ändert sich genauso viel, wie du jetzt hast. Es ist komplett dasselbe Bild. Aber jetzt weißt du, hier ist Schluss. Mhm. Kannst du dir verfolgen, was ich dir mitteilen will? Mhm. Das ist der neueste Stand der Technik. Das heißt, hier ist Schluss. Es wird nicht von außen, von Licht, was von außen kommt, angesteuert, sondern von deinem Gehirn von innen. Genau. Zoll, der Dreh- und Angelpunkt. Du wirst jetzt merken, mit Holofeeling in den Kleinigkeiten, die Sprache, die Worte, sind Formeln, es sind Programmstrukturen, die extrem komprimiert sind. Und du kannst die mit der Vordersprache unendlich aufiterieren, entfalten, entzippen, nenne ich das immer. Ich betone nochmal, Holofeeling ist der hundertprozentig sichere Beweis, dass du in einer Matrix lebst. Du musst natürlich den Intellekt, um auch das nachvollziehen zu wollen. Was ich jetzt mache, ist, dass ich dir Windows extrem komplexe Betriebssystemstrukturen mache ich für Basic-Betriebssystem ersichtlich. Ich muss in deiner Sprache sprechen, in deiner Logik sprechen, dass du mich verstehst. Das erfordert Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Aber es ist nachvollziehbar. Du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Wenn du neugierig bist, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, das sind so Kleinigkeiten, dann wirst du irgendwann nochmal die 16 Perspektiven lernen müssen, wenn du neugierig bist, wirst du das nicht mit lernen müssen, klingt so negativ, du wirst danach gieren, weil du wissen willst, wie du funktionierst. Und dann bist du so weit weg, Angst zu haben, deinen Körper zu verlieren, weil du sagst, was ist das für ein Blödsinn, mein Kinderkörper muss ich ja auf, der Säuglingskörper muss ich auflösen, wie oft sage ich das? Dass ich mich weiterentwickle, Neoapokalypse,
geistiges Wachstum hat nichts mit einem quantitativen Anhäufen von intellektuellem Wissen zu tun. Geistiges Wachstum ist eine Vermehrung. El Hayom ist Gott das Meer. Von Bewusstsein. Bewusstsein rot ist nicht irgendeine vergängliche Information. Die absolute Bewusstheit, was ist jetzt da? Und dann wären diese Tricks, ob das die Kartentricks sind, dann wäre die ganze Zeit bloß ein Monitor drauf gewesen mit flackernden Lämpchen. Das ist jetzt die Sache, was ist eine Illusion? Nein. Und jetzt können wir wieder reinspringen, wenn wir wollen. Das haben wir ja in so vielen Selbstgesprächen vor längerer Zeit, ich habe es nicht mehr angesprochen. Ich muss jetzt da nur reinfahren. Dann beginnt das Ganze mit der Halluzination. Schau, wir springen da gleich einmal nur auf die Wikipedia-Seite. Das ist nämlich ziemlich der Text, wenn er nicht nachgebessert wurde. Also, das ist ja. Unter Halluzination ist einfach nur eine Träumerei. Du hast den Bildschirm nicht übertragen. Ach, Entschuldigung. Den machen wir gleich noch schnell. Dann tun wir den kurz da. Das ist, da bin ich jetzt schon reingesprungen. Die Halluzination ist einfach nur eine Träumerei. Versteht man eine Wahrnehmung, für die kein nachweisbare externe Reizgrundlage vorliegt? Das ist, es gibt überhaupt keine nachweisbare externe Reizgrundlage. Zeig mir Licht, zeig mir Schallwellen. Das ist ja jetzt wichtig in der Physik, der Schwarzschildradius. Das wird hier alles ganz, ganz grob, aber trotzdem sehr präzise erklärt. Das Wort Schwarzschild, das ist, da geht jetzt das einmal, was ist ein Schwarzschildradius? Das ist das einmal Shin Illet. Ich hebraisiere diese Worte einfach, welches Kind. Schild auf Hebräisch heißt dann Kälte, kaldanieren, alternierend. Dann kann man das nachschauen und dann kriegst du das Schild, ist der Magen David, jetzt kommst du in unsere Tetraederstruktur. Das Wort Schwarzschild ist wie auch jedes andere Wort selbsterklärend, wenn ich es mir unter Zuhilfenahme meiner Vatersprache selbstgeistreich verdeutsche. Deutsch. Um da gleich drauf zu gehen, dass wir da auch wieder zwei Seiten haben. Wir haben mal das blaue Deutsch. Das kann man ausgedacht, kann man total vergessen. Wir müssen in einen geistigen Bereich gehen und dann wirst du feststellen, dass zum Beispiel hier ein Diskurs, wenn wir führen. Ich habe schon gesagt, was ist ein Diskursus? Das ist ganz einfach hier. Dis ist zuerst einmal immer auseinander. Zerrt die Trennung. Was natürlich ganz interessant ist, was hier komplett außer Augen gelassen wird, dass es einen Disborder gibt. Das ist der Gott der Unterwelt. Da wär's natürlich, das kommt aus dem Griechischen, das ist jetzt nichts Negatives. Das ist jetzt nicht der Pluto, sondern Jupiter ist ja der oberste Gott, sondern das ist, da gibt es einen Plutos und einen Pluto, wenn wir in die Götterwelt reingehen. Und das ist eigentlich jetzt in einem gewissen Maß, ich sage auch in der Ebene, als träumender Geist, den wir jetzt ausdenken, bist du dieser Pluto. Da müssten wir jetzt hier in diese Worte rein, aber ich will mich nicht so arg, das ist zuerst einmal auseinander. Dann kommt Kur. Ein Diskurs. Wozu, weshalb wird eigentlich diskutiert? Da kommt auch, das Ding kommt von Kura, das ist Bemühung, Sorge, Teilnahme, Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit. Wir waren gerade bei der Aufmerksamkeit. Augenmerk, worauf legst du dein Augenmerk? Was für eine Information liegt vor? Jetzt könnte ich wieder sagen, schnipp. Und jetzt schau auf die Tastatur. War jetzt die ganze Zeit da, während du auf den Monitor geschaut hast? Hast du nicht die Tastatur genauso wenig gesehen wie in dem Zauberkunststück, dass der plötzlich den Tisch austauscht, du hast keinen Fokus drauf gehabt, dass der Hintergrund sich auswechselt, dass der plötzlich statt einer roten Jacke eine grüne Jacke an hat. Du hast es nicht mitbekommen. Jetzt schau auf die Tastatur. Jetzt kann ich dann sagen, okay, dann ist die Tastatur ein angeblich scharfes Bild. Schau sie an. Die ist jetzt auf deiner VR-Brille, um Detailinformationen zu bekommen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf die Taste Q schaust, das Kopf, ist der Klammeraffe drauf. Schau dir den Klammeraffen an. Vorausgesetzt, dass du deutsche Tastatur. Wenn du schaust zu dem Pluszeichen, was du feststellst, ist ein kleiner Stern drüber und eine Schlangenlinie. Sobald du die eine Taste anschaust, ist die andere Taste weg. Aber die ist doch immer noch da. Du fokussierst dich nur in eine Struktur hinein. Okay?
Und das, was für dich von in der Esse ist, in dir ist eine gewisse Form von blauem Sein, das Existierende ist immer irgendeine winzige Facette aus einer größeren Kollektion, die wiederum noch eine Facette aus einer noch größeren Kollektion. Und die Kollektion aller Kollektionen nennen wir Gott oder ein symbolisches Internet, aus der alles herauskommt. Und da ist im Meer alles gleichzeitig da, aber nicht existiert. Stimmt oder stimmt? Und jetzt ist das Ganze, das ist Unra verbunden mit dem, der das macht. Und wer macht das Ganze? Sus. Diskursus. Der erzeugt und gebärt das Ganze aus sich selbst heraus. Das ist Jesus. Das Sus hast du vielfältig, da haben wir jetzt wieder das Waff und das J dazwischen mit dem Sis. Jetzt ist natürlich sofort wieder das Schwein, negativ. Absoluter Blödsinn, das heißt Schwein. Logisch doppelt aufgespannt ist nicht existierend. Wir müssen das bloß hebraisieren, dann kriegst du zuerst einmal dein Schwa. Das ist einmal die Kurzform. Das ist etwas Nichtigkeit. Wir können immer rot und blau lesen. Das ist ganz wichtig. Du musst dir komplett abgewöhnen. Das ist GE-Quadrat, der Geist. Die Energie in der Einstein-Formel ist die Quintessenz von Gott. Das ist nichts. Die Quintessenz von nichts ist Energie. Rot gelesen. Laut Einstein, laut Physikbüchern, Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Ich erzähle das tausende Male, hast du es verstanden? Das kann nicht irgendeine ausgedachte Energie sein, weil die ausgedachte Energie kann ich vernichten. Jetzt pass auf, schnapp, jetzt denk an ein Atomkraftwerk oder an Atomenergie. Wo war die ganze Zeit? Die existiert jetzt, die ist blau. Wo ist die, wenn du sie nicht mehr denkst, dann ist sie weg. Das, was aber die Form in A nimmt, ist die rote Energie. Das ist der träumende Geist. Dort, der ein absolutes Nichts ist, der Geist, der seine eigenen Informationen wahrnimmt. Der ist nicht irgendein vergänglicher Gedanke. Drum ist er rot. Und darum haben wir jetzt GE-Quadrat, ist die Quintessenz von den vier Phasen, die eigentlich im Zentrum ist, des Nichts ist. Und dann sind diese Spiegelungen, die Erscheinungen, sind etwas Loses, etwas Losgemachtes. Aber genau genommen ist alles nichts. Weil was sind die Wellen als Ding an sich? Nichts. Das ist das Schwa. Und das Schwa-Aid, mit Elef gelesen, heißt, dieses Schwa ist nicht vorhanden, es ist nicht existierend. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du denkst, das existiert dann. Das Tier, das du Ich nennst, dieser Affe, der alles geistlos nachhilft, weil er einfach nicht bereit ist, selber zu denken. Mal zu schauen, ob er aus sich selber vielleicht eine andere Perspektive herausholen könnte. Und da können wir jetzt diese Halluzinaffe, da können wir jetzt immer Vordersprache, du merkst, ein Wort alleine, das könnte ich jetzt unendlich fortführen, dann kommen wir aus dem eigentlichen Kontext weg. Ich. Und ich damit anfange, jedes Wort als geistige Schöpfungs- S-Form heißt, eine raumzeitliche Form von Gott aufzufassen. Eine ausgedachte raumzeitliche Form, 60 gelesen. Oder mit 7 gelesen, eine Selektion, eine selektierte Form aus Gott. Wenn ich in mir auftauchende Worte jedoch nur einseitig materialistisch, logisch oder religiös oder esoterisch, logisch interpretiert auslege, immer an das Tier denken, das machen immer Tiere, die können noch so viel sagen, ich bin ja Geist. Führe ich mich, blauen Ich, ausgedacht nicht damit selbst in die Irre meines geistlos verwirklichen Wissenglaubens, in die von mir selbst unbewusst einseitig ausgelegte Traumwelt, meiner eigenen Ha-All, das ist das Nichts, Luzifer-Nationen. Das ist Luzis im blaue Licht gebunden, von denen ich glaube, ich hätte mit dem da draußen nicht das Geringste zu tun. Jetzt wiederhole ich nochmal für dich, Geist. In dem Moment, wo du dir eine Erdkugel ausdeckst, ist diese Erdkugel ein Gedanke, das heliozentrische Weltbild ein Gedanke oder Corona ein Gedanke, den du aufgrund des Wortes Corona oder heliozentrisches Weltbild jetzt denkst. Wie unendlich geistlos und dumm bist du, wenn du glaubst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Noch einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Und wenn du das jetzt, dieses Video als Brösel unter Brösel mit einem zweiten Brösel neben dir dir anschaust und der sagt, was ist das für ein Blödsinn? Was ist das für ein Dilettant? Dann ist es ein klares Zeichen, dass das bloß eine geistlose KI ist. Weil die nicht einmal die einfachsten deutschen Worte versteht. Stimmt oder stimmt?
Da gibt es nichts zu diskutieren, das ist hundertprozentig sicher. Und dann wirst du feststellen, dass nahezu überhaupt keiner, der in dir auftaucht, das wahrhaben will. Da ist kein einziger Gedanke von dir, gleichgültig, ob du jetzt dir einen Affenmenschen denkst oder ob der sinnlich wahrgenommen auf deiner Verabrede hundertprozentig fotorealistisch real in Erscheinung tritt. Wie gesagt, was man jetzt technisch schon darstellen kann. Ein Gedanke, eine vergängliche Erscheinung wird es niemals verstehen. Es gibt aber mittlerweile einige wenige Geistesfunken, die in dir als Affen auftauchen, die anfangen, in dieselbe Richtung zu denken. Aber die werden nie einseitiges Wissen intronisieren wollen. Das heißt, du hast diesen Stand noch nicht erreicht, wenn du in irgendeiner Form immer noch mit einer Einseitigkeit einhergehst, Beifall klatscht und meinst, die Welt wäre besser, wenn die andere Seite nicht mehr auftaucht. Okay, von denen ich glaube, ich hätte mit dem da draußen, diese geöffnete Schöpfung, ist DR, generiertes Außen, AOB, ist das, was ich beschwöre. Du glaubst, du hast mit dem, was du beschwörst, überhaupt nichts zu tun? Du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun? Wann sagst du endlich, wie ich nehme alle Schuld auf mich? Ich bin schuld. Ich werde niemals irgendjemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie er von mir gedacht wird. Ich werde auch keinen Gedanken von mir bewundern. Ich sage mir zu sagen, der weiß ja so viel, der weiß ja mehr wie ich. So dumm werde ich niemals sein, wenn ich mir einen denke, kann der nur das wissen, was ich mir denke, dass er weiß. Das gilt jetzt übrigens auch, wenn ich an dich denke. Aber jetzt will ich, dass du selber denkst, dass du selber auf dich, auf uns neugierig wirst. Und dazu ist die Ohrenbarung in dir entstanden. Natürlich entsteht die in Bewegung setzen. Wir haben immer wieder die zwei Seiten. Was jetzt interessant ist bei diesen Halluzinationen, wir lesen uns da mal rein. Eine Halluzination versteht man eine Wahrnehmung. Doppelt aufgespannte Schöpfung ist die Wahrnehmung einer Berechnung. Eines Sinnesgebietes, ohne dass eine nachweisbare Reizgrundlage vorliegt. Gilt es nicht für alles? Für alles, was du dir ausdenkst? Wie willst du das nachweisen? Ist nicht der Intellekt, den du zum Denken benutzt, was Violettes? Haben wir nicht festgestellt, dass was Violettes nicht wahrgenommen werden kann? Und der Geist, der sich das anschaut, was er sich selber ausdenkt, kann auch nicht in irgendeiner Form wahrnehmbar dargestellt werden. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Erinnere dich dran, das Rote kann in keinster Weise existieren, weil es ewig ist und das Rote ist das, was wahrnimmt, was empfindet, was erlebt. Alles Blaue kann nichts erleben, weil es was Existierendes ist, was Vergängliches ist, was in Erscheinung tritt. Wenn es nur ein Hauch von Hunger, ein Gefühl ist, die ganze Palette bis zu Schmerzen und Gewicht und alles, was du sinnlich, hundertprozentig sinnlich real auf deiner Verabredung darstellen kannst. Das kommt aber aus dir. Es ist in dir drin. Du bist ein träumender Geist, der vergessen hat, dass er träumt. Und jetzt sage ich wieder, der bist du natürlich nicht mehr ein träumender Geist. Das ist ja auch schon wieder was Gedachtes. Zumindest die Worte der träumende Geist. Dann haben wir das Blaue, Vergängliche und das Violette, was auch nicht wahrnehmbar ist, aber was auch selbst als Ding an sich nichts wahrnimmt. Das ist das Programm. Das bedeutet zum Beispiel, dass physikalisch nicht nachweisbare Objekte gesehen werden. So, und jetzt zeig mir deine Erdkugel, zeig mir dein heliozentrisches Weltbild, zeig mir Wassermoleküle, zeig mir Protone, Photone und Achione. Ich immer wieder sage, wenn Menschen Nobelpreise kriegen, weil sie was entdecken, wo man sowieso nicht sehen kann. Das sind Höllengespinste, aufbauend auf einer geistlos nachgeäfften Logik. Das ist das, was die Holofeeling erklärt. Dasselbe gilt für die Hirngespinste eines gekreuzigten Jesus, der übers Wasser läuft. All das, was in Märchenbüchern steht, da kommen wir gleich dazu. Oder Stimmen gehört werden, ohne dass jemand spricht. Jetzt zum Beispiel, was für Stimme hörst du jetzt eigentlich? Wer spricht eigentlich, wenn du einfach über was nachgrübelst und du sprichst in dir mit einer Geistesstimme? Wer spricht dann da eigentlich? Ein absolutes Nichts. Es ist kein Unterschied, ob du eine sinnlich wahrgenommene Information hast oder ganz bewusst Gedanken von dir hast. Du sprichst ständig in dir. Merkst du das gar nicht? Jetzt, wenn du interpretierst zum Beispiel, was ist das für ein Blödsinn oder boah. Halluzinationen können alle Sinnesgebiete betreffen. Und jetzt genau aufgepasst, mein Kind. Ich rede mit einem Geistesfunk. Was jetzt kommt. Der Text, wohlgemerkt Wikipedia, bei einer Illusion hingegen wird ein real vorhandener Sachverhalt. Ayin heißt nicht existierend. Mit 70 gelesen, Entschuldigung, mit 11 gelesen.
ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen. Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen. Jetzt schau dir einen Film auf deinem Monitor an. Was bewegt sich auf dem Monitor? Holofeeling ist hundertprozentig sicher sofort nachvollziehbar. Das sind keine Menschen, das sind keine Bewegungen, es ist ein statisch, eine Illusion einer Bewegung. Und immer daran denken, jetzt kriegst du das Rot-Blau langsam mit, was das bedeutet. Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen. Jetzt pass auf, wenn du den Monitor, ich rede immer von einem Monitor, was ist jetzt, was passiert auf deiner VR-Brille? Was passiert letztendlich in deinen Augen, wenn jetzt hier diese Pixel rot, grün, blau sich ständig von innen angesteuert verändern? Habe ich nicht gesagt, du musst alles um 180 Grad drehen? Ist es für dich nicht vollkommen logisch, dass von da außen Licht, sprich Photonen oder Wellen, wie du das auch immer geistlos nachäffst, auf deine Rezeptoren rot, grün, blau deines Auges treffen und dann elektrochemische Signale weitergegeben werden an deinen Thalamus? Jetzt drehen wir das um 180 Grad. In dir drin ist ein Programm und du steuerst deine VR-Brille an, die mittlerweile wohlgemerkt vollkommen fotorealistische Bilder erzeugen kann. Oder irreguläre Muster werden scheinbare Gesichter erkennbar. Das ist diese irregulären Muster der Pixel von Rot, Grün, Blau in einer gewissen Ansteuerdigitalität, was ich auch immer damit meine. Was passiert, wenn ich All, ich Gott, ich absolutes Nichts, als unbewusster Mensch, das heißt ich, eine Zeitung lese oder auf einem Fernseher- oder Computermonitor glotze? Ich sage jetzt, als Jesus, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht plötzlich Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Du hörst jetzt etwas, was du überhaupt nicht hörst. Du glaubst, du hörst den Udo zu. Was du jetzt hörst, ganz normal logisch gedacht, ist ein Lautsprecher. Der klingt übrigens auch manchmal ganz anders, je nachdem, was für eine Datei du entfaltest von Moment zu Moment. Nehme ich unbewusst der Mensch, dass diesen real vorhandenen Sachverhalt, das ist jetzt dein Monitor, der wiederum genau genommen gar nicht in einer gewissen Entfernung vor dir ist, sondern sich auf deiner Brille und das wiederum sich in dir selber befindet. Mhm. Stimmt oder stimmt? Das ist hundertprozentig sicher. Es muss ja deine Information sein, sonst könntest du es ja gar nicht wahrnehmen. Alles, was du dir ausdenkst, vor dich hinstellst, ist trotzdem in dir drin. Das gilt für das ganze heliozentrische Weltbild. Wann willst du endlich wach werden? Nehme ich unbewusster Mensch, jetzt sind wir blau. Also die Frage kann man schon gleich negieren, weil was blau ist, sowieso nichts wahrnimmt. Das, wenn er mal installiert ist, wird dir das jeden Moment bewusst. Nehme ich unbewusster Mensch dann diesen real vorhandenen Sachverhalt genauso wahr, wie er wirklich ist? Nein. Ich nehme ihn verändert wahr, genau genommen dieses ausgedachte Affen-Ich, nimmt gar nichts wahr. Genau. Du nimmst es wahr in Verbindung mit dem Plan. Ich unbewusster Mensch, sprich Enosch, Affe, glaube nämlich dämlich, dass sich in bzw. auf diesen feststehenden Gegenstand etwas zu bewegen scheint, wenn du dir einen Film anschaust. Obwohl du doch eigentlich intellektuell wissen solltest, dass das kleine winzige Lämpchen sind, wo sich kein einziges dieser Lämpchen auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegt und das einzige, die die Helligkeiten verändern im Jetzt. Fakt ist jedoch, auf einem Fernsehermonitor bewegt sich nichts. Das ist hundertprozentig sicher. Er besteht bewusst betrachtet nur aus völlig unbeweglichen flackernden Lämpchen. Die natürlich jetzt auch nur ein Gedanke sind. Zeig's mir. Packst du? Ist schon wieder ein Konstrukt. Kann man natürlich jetzt mit einem Vergrößerungsglas hingehen, aber das ist ja alles in dir drin. Auf der VR-Brille, nicht da außen. Wie oft soll ich dich noch darauf hinweisen, auf das erste und zweite Gebot? Mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild von dir selbst. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde oder im Wasser. Das, was immer ist, ist immer. El Hayom, ich unbewusster Mensch sehe jedoch in den irregulären Mustern dieser flackernden Lämpchen scheinbare Gesichter und reale Gegenstände. Auch wenn du auf ein Foto glotzt, das bin ich. Blödsinn. Die in Wirklichkeit doch gar nicht vorhanden sind. Das, was da ist, ist das, was jetzt da ist. Bei Holofeeling geht es nicht, was richtig und verkehrt ist. Schau einfach, was jetzt da ist. Was ist denn da, wenn du eine Zeitung vor dir hast und du liest was über Corona und volle Krankenhäuser? Der Fetzen Papier und deine Interpretationen. Was ist denn da, wenn du einen Fernseher anschaust, auf den Monitor glotzt? Dann siehst du dann Menschen, sprechen dann Menschen zu dir? Es ist das, was jetzt sinnlich wahrgenommen da ist. Es ist das Einzige, was da ist. Und es ist mit dem nächsten Blickwinkel, mit den nächsten Gedanken schon wieder weg. Du steicherst dich in einen Wahn hinein ohne Ende. Und jetzt ist langsam Zeit, dass du die Reißleine ziehst. Reißleine.
Und was passiert, wenn ich unbewusster Mensch eine Zeitung lese? Sehe ich, was de facto hier und jetzt ausgedacht da ist? Ich bewusster Geist sehe völlig statische Buchstaben, jedoch alles Unbewusste sehe ich, nicht das, was wirklich da ist, sondern ich sehe plötzlich scheinbare Geschichte und reale Gegenstände. Wenn du einen Roman liest zum Beispiel, du hast so ein Kopfkino und der Roman ist eine Datei. Dieser Roman, diese Geschichte, das Märchenbuch, das Geschichtsbuch, das Physikbuch ist schlichtweg nur eine Datei und du magst mit deiner persönlichen Interpretation der Worte jetzt Vorstellungen von Wassermolekülen, von Planeten, die sich um Sonnen rumreißen, von Coronaviren, die sich hier von einem Affen zum nächsten fliegen, die krank machen oder nicht krank machen und alles, kannst du es beschwören? Du äffst doch nur geistlos nach. Ich weiß nicht, was du genommen hast, aber du solltest aufhören damit. Ich sehe bewegend reale Geschichten in mir, bewegend, die mich aufwühlen. Das sind meine Gedankenwellen. Aber die schmeiße ich doch selbst auf mit der fehlerhaften Logik, die ich zum Denken benutze, die ich meine Meinung nenne. Normale Menschen, Idioten, haben keine eigene Meinung. Ihr äfft nach, einseitig und bekämpft alles, was euch unlogisch erscheint. So wirst du nie heil begreifen, was Heiligkeit bedeutet. Nämlich die, die ich unbewusst aus den irregulären, göttlicher Kopf heißt es, Regul, Gall, Wellen, leeren Mustern dieser völlig statischen Buchstaben, meist nur einseitig logisch interpretiert, die Betonung liegt immer auf den geistlosen Tier, herauslese. Und diese Geschichten verwirkliche ich am Anfang meines Glaubens unbewusst in mir selbst. Sehe ich scheinbare Gesichter, reale Gegenstände und bewegende Geschichten? Ich sehe die beim Betrachten der Worte in Zeitungen und Geschichtsbüchern und beim Betrachten der Worte in Märchenbüchern und fiktiven Romanen. Das Problem ist, sobald du, ohne dass dir das bewusst ist, meinst, das ist eine Zeitung und ein Geschichtsbuch, gehst du ganz anders mit dem aus den Worten generierten Vorstellungen wie in Märchenbüchern und in fiktiven Romanen um. Bei Märchengeschichten ist selbst einer geistigen Schlafmütze bewusst, dass die aus Märchenbüchern generierten Geschichten, Menschen, Dinge nur hier und jetzt im eigenen Kopfkino existieren. Wo existiert jetzt, ich mache mal Worte akustisch, wo existiert jetzt Rotkäppchen und der böse Wolf? Ist der Wolf böse? Kann der anders sein, wie du ihn dir ausdenkst, wenn er Rotkäppchens Großmutter auffrisst? War das jemals da außen? Wie sieht es aus, wenn du an Jesus denkst? Für dich? Ja. Deine persönlich, schau doch einfach, was du glaubst. Wie sieht es aus, wenn du an Hitler denkst? Wie ist der Hitler, den du dir ausdenkst? Hängt von deinem Programm ab, von deinem Glauben ab. Hast du eine rechte Gesinnung oder eine linke Gesinnung? Du äffst das eine wie das andere nach. Stimmt oder stimmt? Ja. Und so weiter und so weiter. Das brechen wir jetzt einmal ab. Was ich jetzt ganz kurz zeige, all das, was ich jetzt sehr, sehr präzise sage, kann ich dir definitiv sagen, habe ich hier schon als Leibniz in meinem Leben als Leibniz relativ genau erklärt. Schauen wir mal da kurz rein. Hör zu. Oh, Entschuldigung, ich habe keinen Ton. Ja, ja genau, der Ton fehlt. Das ist nur, das machen wir jetzt extra neu, den hole ich uns jetzt ganz kurz her. Mit Ton. Ist nur ein kurzer Auszug. Der ist es nämlich wert. Sorry. Habe ich den jetzt gelöscht? Jawohl. Bitte. Nun zum Entstehen der Monaden. Gott allein sei laut Leibniz die anfängliche Einheit oder die ursprüngliche einfache Substanz, von der alle geschaffenen oder abgeleiteten Monaden Hervorbringungen sind. Die Monaden entstehen sozusagen aus den kontinuierlichen Zuckungen oder als ständige, blitzartige Ausstrahlung der Göttlichkeit. Und zwar in jedem Moment. Das ist immer das Schöne, dass ich immer wieder sage, das ist zuerst einmal meine Ivri-Deutsch, Mom, weiß ich so oft darauf hin, ist Fehler, Flecken. Das fehlt, wenn du dir was ausdenkst, fehlt es.
Und das sind immer Facettenlichter in Ecken. Das sind die kleinen flackernden Lichter. Und die brechen, das ist ein Gebrechen. Da haben wir natürlich den Geber, den Geburtsgeber, wenn man rot machen. Wir haben GB, eine wunderschöne Radix, die eine Gedankenwelt darstellt. Und dann Ganze, sobald du das anfängst auszudenken, wird das Körperbehinderungen. Das heißt also hier, du hast hier, jetzt hast du mal deine rote 4 Hüben, plus minus. Und jetzt der äußere Wert ist jetzt aufgespanntes Wissen. Das Ganze ist UP, blau. Und das Ganze wird jetzt Atmaschwert zu einer Affinität. Verbeugender Wert beginnt auch mit der 86. Das ist die rote 86. Und so weiter und so weiter. Musst du alles nicht wissen. Bleib in dem Einfachen gleich, dass jeder Moment, und wir haben jetzt zwei M's, dieses Kreisen, wo du immer nur eine Seite anschaust, drum ist dann das Mim, ist es Wasser, das hebräische Wort für Wasser, da bin ich so oft drauf eingegangen, das kann man auch rot und blau machen. Das hast du als Vorsilbe auch vom Meer, von dem der immer ist. Gut, zuhören. Darin klingt das Gleichnis des perfekten Uhrmachers an, der Leib und Seele synchronisiert hat wie zwei Uhren. Doch damit schien Leibniz bemerkenswert nahe an der Idee des Okkasionalismus zu sein. Jetzt haben wir wieder so ein geiles Wort. Was ist Okkasionalismus? Da spielen wir einfach mal ganz kurz rein. Das Erste, was ich dir jetzt sage, es gibt unendlich viele logische Strömungen und ich meine jetzt in der kompletten Zeitspanne deiner Menschheitsgeschichte. Ich rede immer wieder, das gesamte Wissen deiner Menschheit ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Das Erste, was du feststellen wirst, wenn wir uns jetzt bewusst sogenannte weise Menschen ausdenken, ob das Philosophen, ob das Physiker, ob das Mathematiker sind, im klassischen Sinne, du musst zu jeder Zeit, wo du dir die jetzt in die Vergangenheit denkst, haben weise Menschen andere weise Menschen vorgeworfen, dass sie nicht Recht haben. Wir sind immer in dem Tassenproblem, dass immer ein Rechthaber, ein einseitiger Rechthaber, der glaubt, der hätte irgendetwas verstanden, einem anderen Rechthaber vorwirft, dass das falsch oder verkehrt ist, was er behauptet, obwohl das sein eigenes Spiegelbild ist. Und ich zeige dir jetzt das in allen Sachen, und das ist bei Holofeeling, weil das komplett aufgelöst, weil wir jetzt die höhere Ordnung im Ganzen sehen. Da geht es zuerst einmal im Okkasionalismus, wird im 17. Jahrhundert, das hat es nie gegeben, prominente philosophische Position zum Leib-Seele-Problem bezeichnet. Das ist immer die Sache, was ist der Geist und was ist der Leib, was ist die Information, was ist die Materie. Und das Hauptproblem ist, bis zum heutigen Tag, und das hat damals schon existiert, ist der Bruch des zweiten Gebotes. Es ist vom Tisch, wenn du begreifst, dass du ein träumender Geist bist. Ja. Du musst komplett begreifen, verstehen, irgendwann einmal erkennen, dass es deine Gedanken, deine Informationen ohne dich selbst gar nicht gibt. Ja. Aber dich wiederum, das Rote gibt es nicht ohne was Blaues. Das ist Adam, ist Segen wie eine Karma. Es ist Gedenken und Ausgedachtes, in Kurzform. Das ist auch JHWH oder JHWH. Sie ist ein auf der kartesischen Lehre ein großer Trugschluss. Ich denke, also bin ich. Da ist nämlich das Problem, dass der Denker schon wieder ein Gedanke ist, weil die vom Rot nichts wissen. Aufbauender Versuch, der Influxus, ganz interessant, wenn du das Influxus, Influx, aber ich will die Worte nicht anschauen, die Problematik, du kannst reingehen und es werden immer wieder Einseitigkeiten dargestellt. Durch die Annahme von gelegentlichen Eingriffen in das Weltgeschehen. Gott greift in das Weltgeschehen nicht ein. Gott ist der träumende Geist. Gott ist 200 Gramm rote Gnede. Rot ist nicht existierend. Und wenn ich ständig als träumender Geist meine Form verändere, ich als wahrnehmender Geist schaue einfach nur, wie ich mich verändere, ohne dass ich irgendeinen Einfluss drauf nehme. Das ist jetzt eine Stufe momentan, geh nur die Gedankengänge mit. Das ist interessant, man spricht in einen Concursus Dei. Jetzt schau dir das an, wir hatten gerade den Diskursus. Con ist jetzt zusammengeschlossener Kursus. Das ist der Christus. Der Christ all mit unendlich vielen Facetten. Der Begriff des Okkasionalismus wurde von seinen Vertretern bla bla bla. Ich will es ganz kurz erklären. Die zentrale These des Okkasionalismus lautet, Körper und Geist haben keinen kausalen, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, Einfluss. Das ist Influxus Physicus. Sus. Jetzt pass auf. Kausal ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich sage nochmal mein Klingelingling-Beispiel. Du musst die Kausalität erst einmal umdrehen.
Du hast jetzt eine vollkommen logische Vorstellung, was dir aber bis dato vor Holofeeling nicht bewusst geworden ist, dass du aufgrund, wenn du ein träumender Geist bist, ist ja keine Bewegung durch Raum und Zeit da. Es ist eine ständige Veränderung im Hier und Jetzt in deinem Kopf. Wie groß ist dein Kopf? Wie groß ist deine Erdkugel, die du jetzt ausdeckst? Wie groß ist der Raum vor dir, wenn du jetzt auf deine VR-Brille schaust, wenn du weißt, es besteht nur aus zwei flachen Bildern? Es gibt keinen Raum, es gibt aber einen hyperrealistisch von dir wahrgenommenen Traum. Ein T-Raum ist ein Spiegelraum. Tetraederspiegelstruktur. Gibt bei Holofeeling war das sehr für Basic-Logik verstehbar erklärt. Und immer dran denken, egal welchen Glauben du zurzeit anhangst, du musst keine Angst haben, dass du deinen Glauben, dass der falsch ist oder fehlerhaft, er ist fehlerhaft, aber er ist ein wichtiges Teilchen vom Heiligen Ganzen. Das heißt, egal was du jetzt gelernt hast, was du an Wissen in dir trägst, wir benötigen das für das Heilige Ganze. Ich nehme dir nichts weg. Oberflächlich betrachtet. Das ist meine Sache mit dem H. Das ganze Wissen deiner Menschheit symbolisieren wir mit dem Buchstaben H. Ich wiederhole das immer wieder. Wenn du mir, dies ist ein Programm, da baust du mit diesem Programm, baust du jetzt alles auf, wie in einem Videospiel, was du dir prinzipiell ausdenken kannst. Da gibt es noch unendlich viele Länder und Städte und Menschen und Geschichten und Erfahrungen, die du mit deinem Programm machen kannst. Aber es ist wie ein riesengroßes Mandelbrot-Fraktal, du hast es immer mit Selbstähnlichkeiten zu tun. Du kannst das Spiel zwar unendlich weiterspielen, aber du bist an die Gesetzmäßigkeiten dieses Programms gebunden. Mit einem neuen Programm hast du ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, es macht keinen Sinn, bis in die Ewigkeit immer wieder neue Menschen, neue Bilder, neue Geschichten in dir hervorzuholen, die letztendlich nur Variationen vom Selben sind. Das ist das, was im Kohlet beschrieben wird. Es gibt nichts Neues in der Welt. So, und wenn man das jetzt gecheckt hat, dann wirst du feststellen, wenn wir einen Schritt weitergehen, dass dieser kausale Zusammenhang zwischen körperlichen und geistigen Zuständen vermittels Gott, ganz einfach ausgedrückt, schau, das ist eine kleine Zeichnung, das mentale Ereignis ist etwas Hunger. Das nennt hier im Okkasionalismus, das ist eine Information, ich nenne das einen Reizauslöser. Ja. In dir taucht eine Information auf aus nichts. Das nennen wir Hunger und du sagst plötzlich, ich muss mal Brot machen. Aber das ist doch eine Reaktion. Du reagierst mit deiner Logik auf eine Information, du interpretierst und änderst damit deine Information um. Ja. Es kann umgekehrt sein, da ist für dich ein Stich. Okay, du siehst, dass dich ein Schnabel sticht. Das ist natürlich immer jetzt chronologisch gedacht und dann hast du plötzlich mental das Gefühl eines Schmerzes, wobei ja der Schmerz, den du fühlst, auch eine Information ist. Das heißt, was die mental, mens heißt denken, nochmal denk an mendio, etwas überlegen. Das ist doch schon der Hunger, der in dir auftaucht, ist doch schon eine Gedankenwelle, wo du mit dem Nächsten sein, mit den Gedanken, ich habe einen Hunger. Oder du hast jetzt einen Stich. Du siehst es, dass dir einer meinetwegen aufs Bein steigt und du spürst plötzlich, du denkst dir dann den Schmerz dazu. Das muss ja wehtun. Aber jetzt kommt hier, die Erklärung ist extrem. Jede Interaktion zwischen Körper und geistiger Sphäre, das ist das Problem, da gibt es keine Interaktion. Du musst, die geistige Sphäre ist 200 Gramm rote Gnede. Die geistige Sphäre ist das, was immer ist und aus dem entspringen Gedankenwellen raus. Und die Interaktion ist in der geistigen Sphäre ist eine ganz andere. Okay? Das heißt zum Beispiel, wenn etwa Personen essen, wenn sie Hunger verspüren. Personen sind einfach nur Gedanken. Ich behaupte, dass die gar nicht existieren, wenn du nicht an die denkst. Jetzt, wenn du dir Gedanken machst, dass du da sitzt und was isst, denkst du natürlich an dich und deinen Mund und du kaust was durch. Aber wie ist es, wenn du jetzt zum Beispiel hier beim Essen eingeladen bist und du isst? Jetzt denken wir uns das, darum existiert es. Und du unterhältst dich über irgendein Thema. Während des Essens isst du dann eigentlich, ist der Körper eigentlich da, wenn du ihn nicht denkst? Wenn ich immer beim Autofahren sage, existiert eigentlich das Lenkrad und der Dach und die Windschutzscheibe, wenn du nicht daran denkst? Nein! Es ist dieser Materialismus, dieser ganze Kack, wo dich die Naturwissenschaft hineingetrieben hat. Schau einfach, was jetzt da ist. Und es ist jetzt da und es ist hier da, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Wo ist der Udo jetzt? Wo war jetzt die ganze Zeit ein Udo? Hast du das Pixelmännchen auf dem Monitor gesehen, das Kleine in der Ecke? Hast du an den Gedanken, an den Menschen Udo gedacht? Oder warst du wieder wie in unseren Zauberkunst, die komplett in einer extrem kleinen Fokusebene und alles drumherum hast du vergessen?
Darum ist dieser Zauberkunststück so unheimlich wichtig, was ich dir sage. Das Feld, das löst sich im Nichts auf, wenn dir jeden Moment bewusst ist, was jetzt da ist. Und du musst jetzt rauskriegen, wie du reagierst, und durch deine zwanghaften Reaktionen veränderst du ständig deine Informationen. Und zwar, was du Sachen so lange wiederholen, bis du die durchschaut hast. Das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Dein Corona kann jetzt, wenn du willst, in ein absolutes Chaos hineinführen. Und es kann sich innerhalb, jetzt wenn ich schon sage, weniger Tage, es gibt bloß einen Tag, das ist heute, es wird morgen nichts passieren und übermorgen nichts passieren. Du bist in einer Endlosschleife bis in alle Ewigkeit, ein Tag ist wie 1000 Jahre, ein ständiges Wiederholen in deinem Schlaf, bis du es verstanden hast. Das ist das, was ist. Darum sage ich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden und Angst haben, bis du das verstehst, was ich dir jetzt anbiete. Ich biete dir an, der zu sein, der du schon immer bist, nämlich ich. Der, der die Rolle spielt. Du bist nicht dieser Charakter, diese Rolle, sondern der Schauspieler, der das spielt. Darum sage ich, ich bin du. Ich weiß, dass ich jetzt vom Computer sitze und mir dieses Video anhöre. An wen ich dann denke, wenn ich an mich denke, ist dabei vollkommen sekundär. Aber was dann doch nicht sekundär ist, dass genau diese Maske bestimmt, was du aus den Worten machst und welche Vorstellungen dann du aus den Worten generierst. Das macht dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja. Benutze meinen Intellekt. Drum kommt hier bei Okkasionalisten der Grundsatz, und der stimmt auf den Punkt: Wenn du nicht weißt, wie etwas geschieht, bewirkst du es auch nicht. Das heißt, wenn es nicht auf deinem Programm ist, wenn kein Corona auf deinem Programm ist, kann auch kein Corona auftauchen. Ja. Wenn man dir nichts von Wassermolekülen erzählt hätte oder von einer Erdkugel, sondern dass das eine Scheibe ist, dann würdest du an eine Scheibe denken, und sobald wieder einer auftaucht und was anderes behauptet, ist es ein Idiot. Semmelweis, all das ganze Zeug. Deine ganze Elite, die du dir ausdenkst, die nur existiert, wenn du sie denkst, ist so, wie sie von dir gedacht wird. Und es ist ein großer Fehler, wenn du meinst, dass die mehr wüssten wie du und dass die mächtiger sind wie du. Wie unendlich entmachtest du dich, wenn du meinst, dass irgendein Gedanke, ein Moment, der in dir für einen kurzen Moment vielleicht Information ist, mächtiger sein könnte wie du. Und dann können wir uns in Sackgassen reindenken mit der Pharmaindustrie, die sich bereichert, mit Politikern, mit Korrupten, egal was. Es ist, weil du es denkst, wenn du es denkst. Du kannst natürlich auch jetzt beobachten, wie du sagst, das stimmt ja gar nicht und das ist der Gute und der ist so und der ist so. Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist das Spiel. Wir waren jetzt nur bei dem Wort. Wie gesagt, wenn ich jetzt tiefer reingehe, können wir da 4 Wochen drüber reden. Die er kritisiert hat für die implizite Annahme eines eben nicht perfekten Uhrmachers. Denn was wäre bitte perfekt daran, ständig ins eigene Werk eingreifen zu müssen? Die These von Gottes kontinuierlicher Beteiligung. Der kontinuierliche kosmische Mechanismus ist nicht etwa von Gott abgekoppelt. Wichtig, kontinuierlich heißt ohne Unterbrechung. Es ist zuerst einmal, dass einer immer da ist, das ist der, der seinen eigenen Traum erlebt. Der verändert sich auch nicht. Der zerbricht dann nicht in viele Einzelteile. Das Meer ist immer ein Meer, und wenn es oberflächlich zu zerbrechen scheint, zerbricht es immer symmetrisch. Und zwar nicht nur in 2, sondern das heißt einmal in 4 Phasen, das ist der Einheitskreis. Die sind aber alle gleichzeitig da. Aber das wird jetzt zu weit führen. Ich will nur ganz kurz einmal in diese Monadologie, jetzt schauen wir mal ganz kurz, bevor ich da jetzt weitermache, wie weit das wir in der Zeit fortgeschritten sind. Also das wir gehen langsam auf die 3 Stunden zu, ne? Ja, jetzt wird es eigentlich erst spannend. Eins mache ich noch und dann lassen wir es sein. Das Thema für sich alleine, wenn ich jetzt nur den Wikipedia-Eintrag anschaue. Wenn ich dir den jetzt erkläre, wenn du mit mir mitgehst, Wort für Wort mitgehst, das wir jetzt nicht machen. Das ist Monas, kommt erst einmal auch vom Mono, von 1, von der Einheit. Dann haben wir schon den Gott. Free Ed. Das hast du übrigens. Eine Frucht der Ewigkeit. Ja. Unser Redner sagt sofort ja. Gott ist eine Frucht. Jetzt haben wir aber den kleinen Gott. Gründet die Monadenlehre und so weiter. Wichtig ist, das sind 90. 90 ist der Geburtsgeber. 90 Paragraphen. Die ist übrigens in Französisch abgefasst, was hat so viele Zeitgenossen, jetzt mache ich wieder Märchengeschichte, habe ich aus das Buch heraus. Leibniz ist, das, was du über Leibniz ausdenkst, muss auf deinem Programm drauf sein, und der Witz ist, du benutzt das Internet, alles, jede Internetseite von den Milliarden Internetseiten ist an und für sich auf deinem Programm drauf.
Du lässt das alles bloß brach liegen, weil du immer wieder dieselben Seiten anstößt, immer wieder dieselbe Kack, ob das Filme sind. Es ist eine Reifestufe, sich für was vollkommen Neues zu interessieren. Aber was ich jetzt mache, wir schauen da mal ganz kurz rein. Es gibt zurzeit für dich sofort zugänglich 2 Übersetzungen von dieser Monadenlehre. So, 2 Stück. Ich habe jetzt eine davon rausgesucht. Das ist aus dem Französischen. Jetzt rede ich wieder bewusst raumzeitlich, dass es nicht so kompliziert wird. Das ist von Köhler. Und zwar, das sind wie gesagt 90 Paragraphen. Wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz den ersten Paragraphen an, die Monade. Dann wollen wir gar nicht mehr lassen. Das ist jetzt bloß hinzugefügt. Wovon wir all hier reden werden, sind nichts anderes als einfache Substanzen. Alles wohlgemerkt rot gelesen. Woraus die zusammengesetzten Dinge oder Komposita bestehen. Unter dem Wort einfach steht man dasjenige, was keine Teile hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir eine Welle ausdenke, schau das kleine Bild an, ist jetzt ganz abstrakt, der Wellenbalken und das Wellendal ist einfach nur plus minus. Und die zwei heben sich, das ist der Wurzel, die Wurzel, der Urbegriff, heben sich auf, die sind eigentlich nichts. Die bleiben auch nichts. Drum selbe haben wir in der Kamera Obscura. Wir haben ein Diapositiv und ein Dianegativ. Die denken wir uns jetzt schon auseinander, legen wir die aufeinander. Das ist diese Kreuzung, dann sind sie eben nichts. Und das Ausgedachte ist eine Illusion, die sich im Nichts befindet. Und ich sehe erst dann was, wenn ich eine Seite weglasse. Das heißt, wenn du jetzt sagst, jetzt ist es hell, als ausgeschlossener Dritter weißt du, dass es auch dunkel ist, aber du kannst hell jetzt definitiv wahrnehmen, weil du das Dunkel einfach ignorierst. Und du fühlst dich jetzt gesund, weil du das Kranksein ignorierst und umgekehrt, du fühlst dich krank, wenn du dein eigenes Gesundsein ignorierst. Heil bist du, wenn du weder an das eine noch an das andere denkst. Das heißt, dein Körper ist dann, dein jetzt ausgedachter physischer Körper ist dann heil, wenn du nicht an den Körper denkst. Und sobald du an den Körper denkst, denkst du an eine kleine Facette von dem Körper und du wirst in der Regel feststellen, dass du, außer du bist extrem eitel, eigentlich, wenn du an den Körper denkst, immer bloß rumkritisierst. Dir passt die Frisur nicht, dir passt dein Aussehen nicht, du hast Kopfschmerzen, du hast Rückenschmerzen. Das sind immer nur Einzelteile. Wenn du denkst, entheiligst du dich schon. Selbst wenn du sagst, ich bin ein ganz schöner, ich habe einen ganz tollen Körper, einen gesunden Körper, bist du auch schon entheiligt, weil in dem Moment bist du nicht hässlich und nicht krank. Das ist der Zustand, du musst eine Seite von, eigentlich sind 16 Perspektiven, du musst die anderen weglassen, dass du was siehst, weil plus 5 minus 5 ist gleich 0. 2, es müssen dergleichen, ganz interessant, die Erde, wissen wir, heißt eine Generation von Wellen und die Wellen sind Leichen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das sind Gedankenwellen. Das sind existierende Iche, kleine Ichs. Wenn man eine Vordersprache kennt, hat man richtig Freude. Einfache Substanzen sein. Jetzt ist natürlich auch unser Wort Substanz, kann man rot und blau lesen. Das Sub rot gelesen heißt, das Bewusstsein ist eine verbundene Polarität. Das habe ich dir gerade gelesen. Du all, du im Nichts. Oder dann du als zwei, die aber genau genommen nichts sind. Rot gelesen ist es raumzeitlich verbundene Polarität. Blau gelesen ist raumzeitlich aufgespannte Polarität. Und die fangen jetzt an, raumzeitlich zu tanzen. Das Tanzen wiederum, ganz interessant, beginnt mit dir. Die erscheinende Schöpfung, Vordersprache, wissen wir, sofort ist ein Wachraum. Blau gelesen, die erscheinende Schöpfung ist ein Traum. Das ist der Wachraum. Das ist auch die W8, das heißt doppelt aufgespannte Schöpfung, sind in Schrecken, Schinnerecken, logisch berechnete Ecken versetzte Z im Meer, die Geburt im Meer. Das Ganze nennt man Schatten, die auseinandergeschmissen wird, Zelle. Das ist auch existierendes Ich. Ich ist das Dasein, es taucht was auf, es verschwindet und so weiter und so weiter. Okay, so, mach, und da kann man jetzt reingehen. Kleinen Moment noch, das ist ja, ja. Zwei. Zwei sind die einfachen Substanzen. Es tanzen zwei, Wellenbalken und Wellendal, was genau genommen in Einheitskreis 4 Phasen sind, 2 Pi. Das ist ein rotes Pi und ein blaues Pi. Ich sage jetzt das einfach mal in den Raum, das würde ich alles irgendwann nochmal einleuchten. Denn das Zusammengesetzte ist nichts anderes als eine Menge oder ein Aggregat. Da gehe ich jetzt gleich, weil ich das Wort Aggregat habe.
Da habe ich hier drauf hingewiesen, wenn du den, Entschuldigung, wenn du den jetzt, dieses Programm dir holst, den Change Editor oder den Change Reader, hast du Möglichkeiten, dass du hier zum Beispiel Suchen eingibst und in dem Suchen kannst du ein Wort eingeben und dann gehst du auf Suchen und dann sucht er diese Tausende von Seiten durch und dann wirst du feststellen, wie genau ich auf das Wort Aggregat eingegangen bin. Mal schauen, ob er was findet. Siehst du, puff, puff, puff. Und die kannst du jetzt sofort einzeln angehen. Da haben wir jetzt zum Beispiel unseren Wasserfisch. Das ist jetzt, lese ich jetzt nicht. Geist, Heiliger Geist symbolisiert das Wasser des Meeres. Elayon, persönliches Bewusstsein ist ein persönlicher Wissenglaub. Darstellendes Bewusstsein ist ständig wechselnde Information. Das ist, dass ich jetzt die Informationen, das sind Informationen, ich rede immer von Gedankenwellen, du kannst dir das auch durch das Ändern des Aggregatzustandes, kannst du deine Informationen auch verändern. Das kann man hier nachlesen. Mhm. Schlichtweg meine Wiedergeburt in Jordi, Seite 54. Meine göttliche Metapher, ich stelle mir vor, mein gesamtes Bewusstsein sei ein unendlich geistiges Meer, das nur aus geistigem Wasser rot. Würde ich das jetzt machen, diese ältere Schrift besteht. Es gibt nichts als dieses Wasser. Keine Luft, keinen Raum, keine Wellen, nichts. Dieses El Hayom ist eigentlich ein Punkt. Der Punkt, der vor allem steht, die Monade, die nichts ist, eins ist. Das Uni ohne Versum. Uni heißt eins, verbunden sein der Gott, Versum in eins gekehrt. Das sind die Gedankenwellen. Schau das Bild an. Keine Materie, nicht der geringste Unterschied existiert. Es ist nur Heiliger Geist. Ein träumender Geist, der nicht träumt. Plötzlich erstarrt darin ein Gedanke. Starr, stehend. Stereo. Stereo heißt nicht räumlich, sondern starr, unbewegt. Darin ein Gedanke. Ein sichtbarer Gedanke ist ein winziger Teil dieses Wassers. Er gleicht einer kleinen Parzell, Schattenle, haben wir gerade gehabt, die Zelle. So, denk an die TA, an den Wachraum. Ja. So einen kleinen F-Isch, Gestaltwerdung wird, kalternierend. Und zu Eis gefriert, sozusagen zu einem kleinen Eiswürfel in Fischform. Hm. Dieser kleine Eisfisch ist nun, und jetzt ist es wichtig, es ist ein Unterschied da. Der Unterschied unterscheidet sich, was er letzten Endes selbst ist, ohne sich im Wesentlichen davon zu unterscheiden, denn es ist dasselbe Wasser. Das, was wir verändert haben, ist der Aggregatzustand. Ja. Das heißt, wie seine ganze Umgebung ist es dennoch aufgrund des Aggregatzustandes nicht das gleiche Wasser. Das ist nämlich, der Eiswürfelfisch ist festes Wasser und das Wasser drumherum ist dieses Wasser halt. Mhm. Wir können das einen Schritt weitergehen, wir können dieselbe Menge Wasser, die jetzt in dem flüssigen Wasser erstarrt ist, können wir schlagartig verdampfen lassen, da wird innerhalb dieses Meeres, ich sage mal Wasser, Dampf, H2O, aus sich ausdehnen, wird eine Gasblase in dem Wasser sich befinden, was an dem ursprünglichen H2O überhaupt nichts verändert hat. Wir haben kein Molekül, kein Atom hinzugefügt oder weggelassen, wir verändern nur den Aggregatzustand. Ich hoffe, du kannst folgen. Du merkst, wie genau das Ganze wird. Dann hast du Informationen, die sich verändern, ohne dass sich an dem Ganzen, an dem Wasser was verändert, durch Verändern des Aggregatzustandes. Und jetzt wirst du feststellen, wie genau, wenn du hier reingehst, wenn wir jetzt da reinschauen, was ist eigentlich ein Aggregat? Mit Aggregat, das Angehäufte, bezeichnet man allgemein eine speziell ausgedachte Einheit, die durch Zusammensetzung einzelner relativ selbstständiger Teile zustande kommt. Und nun wiederhole ich das eben mit Sinnvielfalt des Wortes Kegel, gespiegeltes Spiel, KGL heißt wie eine Welle hebraisiert, Wellenberg, Wellendal, insbesondere, und jetzt kannst du lesen, ein Aggregat in der Chemie, in der Mineralogie, in der Sozialwissenschaft, in der Ökonomie, biologische Systematik, Technik, wenn du runtergehst, Wiedergeburt in Waage, in der Hydraulik. Und dann kommt irgendwann einmal letztendlich auch ein Menschenaggregat. Jetzt gehen wir zurück. Aristoteles, angeblich, denken wir uns jetzt aus, was du dir nur ausdenkst, wenn du vorher dir das eingelesen hast, wenn du diese Dateien zurückgreifst, die sich in dir befinden. Das hat nichts mit dem Gedanken Aristoteles zu tun. Wir haben ein Programm, im Anfang war das Programm, Holofeeling ist allumfassend, das ist das Internet. Schon Aristoteles analysierte, seitdem wird er verwendet, um dich erscheinende Verbindungen von Elementen zu kennzeichnen. Das sind Aggregate. Dann kommen wir dann irgendwann einmal zu den Leibniz.
Der benutzt angeblich das Aggregat, der alle demokratischen Atome als Aggregat bezeichnet, nur die Monade ein wahres Atom. Ja. Ich bin eine Ganzheit, hast du das auf Hebräisch. Können wir übrigens mit einer 9 schreiben. Für Kant angeblich und so weiter. Du bist dir überhaupt nicht bewusst, was für ein Werk Holofeeling eigentlich ist. Und es ist immer noch im Basic zu verstehen. So, und jetzt machen wir ganz kurz, dann lassen wir es wirklich gut sein. Wir waren jetzt nur eine Menge oder ein Aggregat von einfachen Substanzen. Rot, blau. Jetzt kommt das dritte, Synthese. Interessant. These? Ein Ding, das Nichts. Einfach, das eine, das Uni. Zwei ist die Gedankenwelle. Wenn ich was zusammensetze, AGG, AGAG, GAG, das Ausgedachte, REGAT, interessant, es gab mit einer Spiegelung, eine geistige Spiegelung, muss ich ganz kurz rein, dass du das einmal siehst, wenn wir den Geist eine Spiegelung machen lassen, dann kriegst du einen Scheidebrief. Es trennt sich der Wellenberg und das Wellendal. Das Ganze ist übrigens auch, wo ich mich getrennt habe von der Welt, das Ganze, den Ort, diesen Berg, BRG, im erweckten Geist, nennt man Gat Semani. Das ist dasselbe Gat, bloß mit einer 400 gelesen, das heißt nämlich die Kälte. Kältern. Das ist, wird jetzt zu weit führen. Da gibt es keine biblischen Namen oder irgendeine Namen in einer Philosophie, egal in welcher Sprache, wo nicht passen würde. So, das ist zwei. Jetzt kommt die Synthese, wo nun keine Teile vorhanden sind, keine Teile vorhanden sind. Das ist wieder das eine, die Synthese. Dasselbe kann auch weder eine Ausdehnung, eine Länge, Breite oder Tiefe haben. Die Synthese ist das, wo sich das ausdehnt. Und sobald ich mir die zwei denke, sage ich immer wieder, das sind die Plus, 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 Minus, entsteht im selben Moment nochmal zwei unten. Das sind die vier Phasen vom Einheitskreis. Und sobald ich mir die vier denke, sind acht da, weil ich immer eine Seite weglassen muss. Und dann explodiert es in unser Endliche. 16 Seiten kann man auch vollziehen. Gibt es genügend Selbstgespräche. Noch eine Zerteilung möglich sein kann. Das eine bleibt eins, du bleibst Geist. Das Meer ist immer dasselbe Meer, egal welche Wellen es aufschmilzt. Ob es ein kleines Gekräusel ist oder ein Riesensturm. Und du wirst feststellen, in der Nulllinie, denk an meine Badewanne. Der Wellenberg und die Wellendal kommen nicht chronologisch nacheinander. Du musst diese Vergangenheit und Zukunft, die chronologische Zeit überwinden. Es passiert gleichzeitig und du schaust nur eine Seite an und denkst dir dann das immer chronologisch. Schau auf den Monitor. Die Worte, die du jetzt siehst, sind gleichzeitig da. Stimmt oder stimmt? Jetzt fang zum Lesen an. Paragraph 2, es müssen dergleichen. Jedes Wort, das du sprichst, sprichst du jetzt. Ja, sind jetzt die gleichzeitig oder nicht gleichzeitig? Das Prinzip meines Bücherregals, Buch, Seite, Zahlen und so weiter, ist ganz simpel und einfach. Warum willst du das nicht wahrhaben? Jetzt kommt die rote 4, gleicher Gestalt, dann kommt die Quintessenz. Und jetzt mache ich einmal Folgendes, ich springe jetzt in die 90 Paragraphen ganz einfach mal runter. In dem Paragraph 31 ist die Hauptwahrheit, ist der Satz des unzureichenden Grundes. Das ist perfekt, wenn man es richtig übersetzt. Und dann springen wir mal hier in die 86 rein. Mhm. Ihr Liebe hat das UP, ne? Ja. Könnte von mir sein, was du jetzt liest. Das ist alles von mir. Ob du es glauben willst oder nicht, ist dabei wurscht. Was dir aber jetzt klar sein sollte, dass das, was der Udo dir erzählt, dein Wissen ist, weil der Udo ist nur eine Figur in deinem Traum. Ich bin nicht der Udo, der dir das erzählt, ich bin nicht dieser Gedanke, der dir das erzählt, sondern ich bin der, der dich geistes jetzt träumen lässt. Jetzt können wir das P anschauen, das 80.5 heißt ja hier unter anderem des Unterscheids und wir machen gleich hier die 86, Paragraph 86, Paragraph UB, hierdurch geschieht ist, dass die Geister geschickt sind, mit Gott in einer gewissen Art Suizidität, Brüderlichkeit zu drehen. Aha. Und dass er in Anziehung ihrer nicht alleine desjenigen, wovor ein Erfinder in Absicht auf seine Maschine, Mach. Das ist das Gehirn, Mach, Mech, hast auch vom Bruder, hebraisiert, M-A, Chet heißt vom Bruder, M-Chet alleine heißt das Gehirn, symbolisiert einen Intellekt. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin der, der dir deine Traumwelt, deinen Intellekt gegeben hat, dass du das jetzt träumst, um das zu lernen. Auf seine Maschine gehalten wird, der gleichen Gott in Betracht aller Geschöpfe ist. Er ist der Gott, der gleichen Gott in Betrachtung aller Geschöpfe ist. Ich denke mir all meine Geistesfunken auf, die jetzt noch keine Geschöpfe sind,
sondern dieses GE-Quadrat schöpft aus sich Sachen heraus in Maßsetzung des Programms. Und du hast nur ein sehr begrenztes Programm, obwohl du eigentlich das ganze Internet schon in dir hast. Du denkst dir doch jetzt das Internet aus. Du kannst dich an den Computer hinsetzen und unendlich viele Seiten aufmachen. Wie viele davon interessieren dich eigentlich? Doch immer dieselben. Das ist der Hamster im Laufrad. Weil alles, was dir unlogisch erscheint oder was für dich nicht von in der Esse ist, wird in dir auch nicht zu existieren beginnen. Sondern auch dasjenige, was ein Prinz, das bist du in Realität auf seine Untertanen und was ein Vater, Regat seiner Kinder sein muss. Du Geistesfunk bist der Prinz, das Gotteskind in Bezug auf all die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, bist du der Schöpfer. Und ich wiederum bin der Schöpfer für meine Geistesfunk. Und dann kommt es, woraus man lediglich schließen kann, dann aus der völligen Zusammennehmung aller Geister, die Stadt Gottes, das ist UB, Ella Jung. Das ist der allervollkommenste und allerausbündigste Staat, welcher nur unter dem allervollkommensten Monarchen möglich ist, besteht und erwachsen müsse. Dieser Staat Gottes, die Monarchie, die Einheit, das Universum, das absolut alles wieder in eins kehrt, aus dem alles entspricht. Punkt. Gott sei Dank. Lass uns aber genug sein. Ja. Es war jetzt übrigens ein F-Euerwerk. Aber so war es. Was du jetzt aus diesen Worten gemacht hast, du musst dir klar machen, dass wenn du jetzt das Holger oder irgendein Programm, wenn du an dich denkst, die Vorstellungen, ob jetzt nur, wie Udo sagt, immer Fragezeichen auf den Augen, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Ich sage, wenn du das einmal in der Selbstbeobachtung merkst, dass du dich so unendlich blind machst durch dieses Desinteresse. Ich glaube jetzt einmal die, die von vornherein schon das nicht annehmen, weil sie sagen, was ist das für ein Blödsinn? Die sind ja so weit gar nicht gekommen. Das sage ich immer wieder. Du musst neugierig werden auf etwas, was du noch nicht kennst, auf dich selbst. Die Endelechie in dir erkennen. Die Zurückführung auf ein Urprinzip, dass du selbst bist, als träumender Geist. Und es darf kein Größenwahn werden in Bezug auf deine Rolle. Du hast sowas Unscheinbares was unter den Menschen. Ich kann mir, wenn ich als Udo auftauche, in irgendeinen Traum nicht raussuchen, was die Menschen von mir denken, als reingedachter Gedanke. Das ist mir relativ gleichgültig. Was mir nicht gleichgültig ist, ist der, der mich ausdenkt, weil ohne den wird es mich als Udo ja gar nicht geben. Damit spreche ich denn ein gewisses Bewusstsein zu. Du bist dafür verantwortlich, ob ich in dir überlebe oder nicht. Wobei das immer nur der Moment ist, wo du mich denkst, dann bin ich wieder weg. Das gilt übrigens auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. All das ist hundertprozentig sicher. Und wieso lässt du dich jetzt so körre machen von dem Geschwätz von irgendwelchen Figuren, die in dir auftauchen? Meistens ja nur ausgedachterweise. Weil du musst jetzt nochmal trennen von dem kleinen persönlichen Bereich um dich herum, die du auf deiner Verwerbrille in Erscheinung treten lässt, sinnlich wahrgenommen, zu den Filmen, die dich wirklich traktieren, die du ja nur im Wurm vom Wunden auf Sprache, auf Internetmonitor, auf Zeitungsseiten ausdenkst. Die Politiker der Welt, die Merkels, kennst du Politiker selber? Hängt davon ab, welches Programm du zurzeit hast. Oder du kämpfst um Freiheit. Wenn das jetzt einmal bewusst wird, was die machen, die große, diese Entmündigung der Menschen, meinst du, da ist irgendwas zufällig mit dem Corona? Es ist ein Wachwerdeprozess für den, der du bist und nicht für irgendwelche Figuren. Und die, die auf Straße rennen, du kannst jetzt bloß, am besten hältst du dich komplett raus. Ich sage dir, egal wo du dich einseitig einmischst, wenn du dich einmischst, wirst du Chaos in dir erzeugen. Mhm. Wann gehen die Menschen jetzt wirklich auf die Straße, wenn sie merken, wie unendlich die verarscht werden? Wenn du merkst, dass es nur um Geld geht, das denken wir uns jetzt aber bewusst aus, dass die alle gekauft sind, dass egal was die machen, jeder einzelne Mensch, der versucht erst einmal sich selber am Leben zu erhalten und was die Falle dabei ist, dass er mein Geld erhält ihm am Leben. Ob das ein Politiker ist oder ein Arzt ist oder ein Physiker ist. Und jeder äfft nach. Jeder äfft nach. Das sage ich immer wieder, was die Zahlen, was da außen ist, was Corona ist, ob es gefährlich ist oder nicht, dich sollte eigentlich interessieren, was glaubst du? Es verwirklicht sich in dir dein Glaube. Und jetzt kommt die Erkenntnis ganz zum Abschluss. Ich werde dir nicht deine Wünsche erfüllen, sondern ich werde dich das erleben lassen, was du glaubst. Und jeder Wunsch, der in dir auftaucht, den du selber denkst, ist der Glaube, dass das nicht ist.
Der Wunsch, gesund sein zu wollen, ist der Glaube, dass du krank bist. Und jetzt lasse ich nicht gelten, dass du sagst, ich wünsche mir bloß gesund sein zu wollen, weil ich krank bin. Ist auch Blödsinn. Du bist krank, weil du jetzt gesund sein willst. Aber was ist, wenn du gar nichts mehr willst? Was ist dann? Dann bist du heil. Du musst nur noch das wollen, was Gott will. Jetzt müssen wir wissen, was will Gott. Sagst du mal das, was jetzt da ist, dass du damit einverstanden bist mit dem, was da ist. Und dass dir glaube, dass wenn Gott dir was wegnimmt, gibt er dir es eigentlich zurück. Er lässt in dir eine Information aus dir auftauchen, die du dir vorstellst, die du dir ausdenkst, egal was es ist. Und mit dem nächsten Gedanken, den du dir ausdenkst, fällt es wieder in dich rein. Und du sagst, ich hab's nicht. Nichts ist dir näher wie das, was du nicht denkst. Und nichts ist von dich entfernter für das, was du dir wünschst. Lass uns die Kurve kriegen. Das wird gleich. Ja, es ist Schluss jetzt. Schluss. Du bist doch der Boss. Habe ich einen Einfluss drauf? Ja, ich sag's dir. Du musst das ausschalten. Du musst sagen, Cut. Ja, warte. Cut. Ciao.